Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie hier live aus der Wiener Bildungsakademie, die sozialdemokratische Bildungseinrichtung in Wien. Wir haben uns heute hier versammelt, der Gerhard und ich, auch auf Einladung der Wiener Bildungsakademie und vom Gemeinderat Bernhard Schober, um 100 Jahre Josef Beuys Revue passieren zu lassen und ein bisschen zu lernen, was uns der Josef Beuys mit seinen Begriffen sagen wollte und woher er diese Begriffe auch gehabt hat, aus welchem Arbeits- und Gedankenzusammenhang er gearbeitet hat. Vor einigen Wochen bin ich hier gesessen mit dem Johannes Stüttgen, dem Meisterschüler von Josef Beuys, und wir haben uns besprochen über den erweiterten Kunstbegriff. Heute wollen wir die Begriffe Wirtschaftswerte, Geldkreislauf und Kapital besprechen. Mir ist es wichtig, darauf zu sprechen kommen, dass wir heute keine ideologische Diskussion haben, sondern vielmehr versuchen wir ein elementares Schauen auf die Dinge, wie sie sich uns darlegen. Und ich bin in den letzten 20 Jahren, habe mich sehr viel mit diesen Themen beschäftigt, und mich fasziniert vor allem das eine, das Revolutionäre an den Dingen, die wir heute besprechen werden, ist nicht, dass es eine parteipolitische Ideologie ist oder eine neue Ideologie und schon gar keine Ideologie ist, sondern wie gesagt, es ist der Versuch des wesensgemäßen und des elementaren Schauens auf Wirtschaft, Arbeit und Kapital. Als ich vor circa 20 Jahren nicht weit weg von hier, vom Gerhard Schuster, den ich gleich be begrüßen darf, hier in der LaSalle-Straße zum ersten Mal gehört habe, über das elementare Schauen auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, war das für mich eine Art Heureka-Erlebnis. Warum? Ich bin selbst ein Kind des Ost-West-Konflikts. Ich wurde ja im ehemaligen Osten, das heißt in der Tschechoslowakei, geboren. Meine Eltern haben dann Probleme gehabt mit dem kommunistischen Regime und wir mussten emigrieren. Und mit 7 Jahren war das. Ich habe mich seit damals immer wieder die Frage gestellt: Muss das so sein? Gibt es wirklich nur die eine schlechte Ideologie, die wir verlassen mussten als Kinder und in die andere Ideologie ausgewandert sind, also quasi in den freiheitlichen Kapitalismus, in die demokratische Marktwirtschaft? Und dann habe ich irgendwann mal nach ein paar Jahren gesehen, hier gibt es ja genauso Ungerechtigkeiten, Zynismus, und es gibt Unglück, und die Leute und die Menschen und die Wirtschaft und die Politik sind nicht wirklich im Einklang. Und dann habe ich vor 20 Jahren in der LaSalle-Straße zum ersten Mal das Gestalt-Urbild gesehen, das uns der Gerhard heute in einer anderen Form darlegen wird. Und ich habe einfach empfunden, ah, das ist für mich genau der fehlende Link, das ist der Missing Link, den ich gebraucht habe, um die elementaren Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen dem Osten einerseits und dem Westen zu verstehen, oder so wie man es auch sagen kann, zwischen Sozialismus und Freiheit. Ich möchte jetzt den Gerhard Schuster vorstellen. Ich möchte nicht lange reden, weil du hast ja auch eine Vorstellung deiner eigenen Tätigkeiten, deiner sehr vielfältigen Tätigkeiten in ganz Europa. Ich möchte einfach nur sagen, der Gerhard und ich, wir sind Freunde. Wir sind schon seit mittlerweile Jahrzehnten Freunde. Ich habe vom Gerhard Schuster sehr viel lernen dürfen, sowie auch von Wilfried Heid im Internationalen Kulturzentrum Achberg, der heute auch noch ein bisschen zur Sprache kommen wird. Ein wichtiger Mitarbeiter und Inspirator des Josef Beuys und vieler anderer Menschen. Gerhard, wir sprechen heute über die Themen Wirtschaftswerte, Geldkreislauf und Kapital. Hochaktuelle Themen, hochaktuelle Begriffe. Und ich würde dich einmal bitten, dass du dich selber vorstellst, dass du deine Tätigkeiten vorstellst, und auch ein bisschen erklärst, wie bist du mit diesen Themen in Berührung gekommen und vor allem mit Josef Beuys? Ja, vielen Dank, Beko. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat heute. Das war ja so der ausschlaggebend, war ja, dass ich da vor, wann war es, 2, 3 Wochen einen Vortrag halten konnte im Belvedere 21, was auch für mich eine sehr, sehr schöne Sache war, weil dort gerade noch bis Sonntag eine sehr, sehr schöne Beuys-Ausstellung läuft. Also Josef Beuys hat ja,
du hast ja schon gesagt, 100. Geburtstag in diesem Jahr und es gibt sehr, sehr viele Beuys-Ausstellungen gerade. Und diesen Vortrag hast du eben auch gehört und hast gesagt, du würdest gerne mit mir hier die Veranstaltung heute machen. Also das war der Ausgangspunkt, sehr spontan. Und das Kernstück, das ich da vor 2-3 Wochen auch dargestellt habe und von dem du gerade erzählt hast, wie du das vor 20 Jahren das erste Mal aufgezeichnet bekommen hast auf irgendeiner Tafel in der LaSalle-Straße in unserem Büro damals, das wird auch heute sozusagen der Mittelpunkt meines Vortrags, meiner Präsentation dann sein, aber eben in diesem Kontext von 100 Jahre Josef Beuys und noch in einem zweiten Kontext, du hast es auch schon genannt, das Internationale Kulturzentrum Achberg, das eben auch ein rundes Jubiläum in diesem Jahr hat, nicht das 100. wie Beuys, sondern das 50. Also dieses Internationale Kulturzentrum Achberg wurde 1971 gegründet. Man hat damals gesagt, als Werkstatt der neuen Gesellschaft. Und Josef Beuys war von Anfang an dort Mitarbeiter bis zu seinem Tod 1986 und hat von dieser Arbeit, die dort geleistet wurde, du hast Wilfried Heid genannt, es waren da andere Menschen auch tätig, Peter Schilinski, ein Mensch, der seit den 50er Jahren sich für die direkte Demokratie eingesetzt hat. Es war der Versuch, ein Zentrum zu bilden, einerseits von Menschen, die einen ganz speziellen Hintergrund haben, der in dem sozialdemokratischen Zusammenhang vielleicht ungewöhnlich ist. Das ist die Dreigliederung des sozialen Organismus, die Rudolf Steiner in den 20er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg versucht hat, ins Spiel zu bringen. Aber in der Auseinandersetzung in diesem internationalen Kulturzentrum mit vielen, vielen anderen nonkonformistischen Strömungen, wie das damals hieß, und Strömungen der außerparlamentarischen Opposition in den Dialog gebracht, in Verbindung gebracht. Und gerade das, was ja auch da für dich damals vor 20 Jahren biografisch so spannend war, dass da eben auch die Köpfe des Prager Frühling, die das Land verlassen mussten, weil am 21. August 1968 dieses Experiment oder dieser Versuch eines Sozialismus mit Freiheit und Demokratie zu verbinden, durch die Panzer der Sowjetunion niedergeschlagen wurde. Und dann mussten Otto Schick, Eugen Löbel, Ivan Svitak und andere mussten das Land verlassen und haben dann 5 Jahre später in Achberg eine geistige Heimat gefunden. Und da waren dann diese ständigen Jahreskongresse Dritter Weg ab 1973, also der Begriff Dritter Weg, der ja heute auch fürchterlich missbraucht ist, war damals eben die Chiffre für einen dritten Weg jenseits von Kapitalismus und Kommunismus. Und von der Sache her geht es darum immer noch, also wenn du gesagt hast, dieses Unideologische, das sind ja die zwei großen ideologischen Blöcke, ja, das kapitalistische Denken und das kommunistische Denken, wenn man das mit diesen Schlagwörtern benennen will. Und der dritte Weg, der das auf dem Boden der Demokratie in einer gewissen Weise verbindet, also das Element der Freiheit, das ja sozusagen das Hauptmotiv des Kapitalismus ist, aber vermachtet ist, in einem Machtsystem sozusagen vereinnahmt, und das Prinzip der Gestaltung des sozialen Ganzen, damit es im Sinne der Französischen Revolution brüderlich oder eben geschwisterlich, solidarisch zugeht, die Wirtschaft so zu gestalten, aber auch nicht vermachtet in einem kommunistischen Einparteiensystem. Das ist sozusagen der Kern unserer Arbeit in Achberg, in der ich ja ein Mitarbeiter bin seit 1998 und du ja auch, man kann ja auch sagen, du bist ja auch ein Mitarbeiter im Internationalen Kulturzentrum Achberg und warst ja auch oft schon mit dabei. Und 1971 gegründet und bis heute eben tätig. Und heute haben wir zum Beispiel das Projekt der Europäischen Kreditinitiative. Da kommen wir vielleicht dann im Gespräch nach meiner Präsentation nochmal drauf zurück, auf dieses aktuelle Projekt, weil es eben wirklich sich ins Zeitgeschehen heute hineinstellt. Auch wichtig war ja für dich immer, das will ich aber jetzt nur streifen als sozusagen Information, unsere Arbeit für die komplementäre Demokratie, also der Gedanke einer komplementären Ergänzung
der repräsentativen Demokratie, des Parlamentarismus, um einen adäquaten dreistufigen Gesetz der direkten Demokratie oder der Volksgesetzgebung. Der Begriff der Volksgesetzgebung ist ja einer, der auch aus der Sozialdemokratie heraus eigentlich entstanden ist, im 19. Jahrhundert aus der Arbeiterbewegung. Moritz Rittinghausen ist da vor allem zu nennen. Und das wurde da auch aufgegriffen und es wurde eben ein ganz spezielles dreistufiges Volksgesetzgebungsverfahren entwickelt, das eben den Willen, sozusagen den Volkswillen oder den Willen der Rechtsgemeinschaft wirklich feststellen kann, sodass der Parlamentarismus immer die Möglichkeit hat, korrigiert zu werden durch direkt aus der direkten Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger. Und das nur am Rande, also das ist ja heute nicht das Thema, aber darüber haben wir ja auch mal ein schönes Gespräch gehabt, wir zwei. Also das ist mein Hintergrund und das ist auch der Hintergrund von Joseph Beuys. Und ich bin ja jetzt kein Beuys-Spezialist, der sozusagen vom Kunsthistorischen her oder aus dieser Perspektive Joseph Beuys anschaut, sondern ich bin jemand, der mit vielen Menschen zusammenarbeitet, die Beuys gekannt haben als Mitstreiter. Und Beuys hat aus denselben gedanklichen Quellen, hast du ja auch schon gesagt, aus denselben gedanklichen Quellen geschöpft, die wir heute hier verhandeln, wenn wir diese drei Begriffe Wirtschaftswerte, Geld, Kreislauf und Kapital anschauen. Warum ist das so wichtig? Darauf möchte ich unbedingt auch noch kurz in meiner Einleitung eingehen. Wir sind ja in einer krisenhaften Situation, die für Joseph Beuys auch vor 30, 40 Jahren schon wichtig war, vor 50 Jahren schon wichtig war, nämlich diese ökologische Dimension, in der wir stehen. Ja? Also wir sind ja in einer vielfachen Krise heute. Eine der drängendsten und am meisten thematisierten, Gott sei Dank mittlerweile, ist ja die Klimakrise, aber eben auch das Artensterben, die Erosion der Böden, die Knappheit des Wassers, überall und auch selbst unsere Corona-Krise, in der wir noch immer drinstecken, ist ja eine Folge unseres Umgangs mit der Natur. Und für Beuys war immer das Einbeziehen der Natur, der Tiere, auch schon damals wichtig. Er ist ja ein Mitbegründer der Grünen, auch Achberg war in dem Prozess damals, diese Grüne Partei zu gründen, wichtig. Wobei bei Beuys und im Internationalen Kulturzentrum Achberg nicht im Fokus stand, eine Partei zu gründen, die ein weiterer Machtfaktor oder ein weiterer Player in den Machtzusammenhängen war, sondern Beuys sprach zum Beispiel auch von einer Antipartei, ja, also um überhaupt das aufzumischen. Was aber jetzt immer drängender wird, es aufzumischen, ja, es in Bewegung zu bringen, unter Beteiligung wirklich aller Menschen, weil diese ökologische Krise uns ja, es ist ja da immer dieses Stichwort oder dieser Begriff der Kipppunkte, wo es droht, in einen Zustand zu kommen, der nicht mehr umkehrbar ist. Ja? Also wir haben ja diese immense Aufgabe als Menschheit und meines Erachtens kann man die nicht groß genug einschätzen, dass wir unsere Zivilisation vor wirklich tiefgreifenden Erschütterungen bewahren müssen. Also unsere Weltzivilisation, die ja noch gar nicht global auf wirklich zivilisatorischen Verhältnissen von Demokratie, Menschenrechten und so weiter steht, aber die ist bedroht durch diese ökologische Gefahr. Und ich glaube, dass unser ganzes 21. Jahrhundert, das jetzt vor uns liegt, geprägt sein wird, so wie das 19. Jahrhundert, das 18., 19., 20. Jahrhundert von der industriellen Revolution geprägt war, wird es geprägt sein von den Aufgaben, die wir in dieser Hinsicht haben. Also eine ökologische Revolution liegt da vor uns. Und ich bin ein großer Bewunderer, auch von Greta Thunberg und der Fridays for Future Bewegung, wie die das da vor 2 Jahren so wirklich in die Köpfe und Herzen und auch in die Glieder sozusagen der Menschen gebracht hat. Durch eine Klarheit in ihrer Sprache hat sie das hingestellt. Und diese Klarheit, diese erschütternde Klarheit, die brauchen wir heute, ja, in unserem
denken und tun und wahrnehmen. Und ich glaube, dass das, was Joseph Beuys Beitrag war und was der Beitrag des Internationalen Kulturzentrums Achberg in 50 Jahren dazu war, und nicht ausschließlich, aber diese Beiträge, die da kamen, die sind sozusagen für diese Aufgabe unverzichtbar. Also wir brauchen diese Begriffe, wir brauchen diese Gedanken und diese Bewegungen. Und damit möchte ich mich jetzt auch schon dorthin bewegen, in dieses Feld, das du gesagt hast, vor 20 Jahren hast du das erste Mal wahrgenommen, du hast gesagt, das Gestalturbild, ja, also ein Ideenbild, ein Begriffsbild, Begriffe und Ideen, das ist ja auch etwas, was heute nicht selbstverständlich ist. Also wir sprechen eigentlich immer nur von Ideologien, weil wir der Ansicht sind, unser menschliches Auffassungsvermögen ist gar nicht in der Lage, zur Wahrheit vorzustoßen im Denken. Ja, aber eigentlich ist es gar nicht so, sondern das Denken ordnet uns unsere Wahrnehmungen. Es bringt uns die Begriffe, die Klarheit. Das heißt nicht, dass uns das immer gleich auf Anhieb gelingt, ja? Aber dass wir unser Denken ständig miteinander verständigen und im Sinne auch dieses Gedankens, den wir hier von Rosa Jochmann hinter uns haben, ich habe mir gerade aufgeschrieben vorher, die Menschen zum Denken zu bringen, zum Sehen und Hören zu bringen, das ist unsere Aufgabe. Und es ist unsere Aufgabe, uns gegenseitig, alle Menschen gegenseitig hinzuweisen, zum Sehen und Hören zu bringen, auf die Wahrnehmungen zu bringen und sie mit klaren Gedanken zu verbinden. Und Joseph Beuys hat ja diesen Satz geprägt und auf so eine Karteikarte geschrieben, ja, wer nicht denken will, fliegt raus. Und unten ganz klein, das ist ja geschriebene Schrift, und da ganz klein in Druckschrift, sich selbst. Also wer nicht denken will, fliegt raus, sich selbst. Und das heißt ja aber nicht, wenn man rausfliegt, dass man nicht wieder reinkommt. Im Gegenteil, man muss sogar immer wieder mal, die Präsentation kommt gleich, man muss immer wieder mal rausfliegen sozusagen. Man muss auch sich mit den eigenen Denkfehlern auseinandersetzen. Wir müssen da ganz unaufgeregt werden sozusagen in dem Umgehen mit Gedanken, Denkfehler korrigieren, uneitel, ja, und uns gegenseitig dabei helfen. Und jetzt möchte ich sozusagen das mal versuchen in Bezug auf diese drei Begriffe, die ich jetzt hier schon auf meinem Bildschirm habe und die jetzt auch hoffentlich auch schon im Stream vorhanden sind. Ja, das ist gut. Ja, also Wirtschaftswerte, Geldkreislauf und Kapital. Wenn wir uns dem nähern, dann können wir überhaupt mal damit beginnen zu fragen, wie stehen wir eigentlich heute der Wirtschaft gegenüber? Wie stehen wir ihr gegenüber? Wir stehen ihr nämlich ganz anders gegenüber als noch vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor 150 Jahren, vor 50 Jahren nicht, aber vor 100, vor 150 Jahren, vor 200 Jahren. Da hat sich was gewandelt in unserer Wirtschaft und in der Zeit davor, also auch in der Zeit vor der Französischen Revolution, da sind wir eigentlich der Wirtschaft ganz anders gegenübergestanden, nämlich da war unser Haushalt, da wo wir gelebt haben, die Haushalte, die waren gleichzeitig die Produktionsstätten. Und wir haben das hervorgebracht, was wir als Einheit, als Haushalt, als Konsumbereich unserer Familie, unseres Arbeitszusammenhangs in Werkstätten, in landwirtschaftlichen Zusammenhängen. Was wir hervorgebracht haben, haben wir auch gleichzeitig selbst konsumiert und wir haben das gleichzeitig selbst konsumiert und das, was wir vielleicht sonst noch gebraucht haben, das haben wir auf Märkten getauscht. Aber heute stehen wir dem ganz anders gegenüber. Wir müssen eine Unterscheidung machen. Ja? Diese Unterscheidung, das deutet hier diese Linie an, die ich da mal gezogen habe, diese Unterscheidung ist nämlich die, dass wir zwischen Konsum und Produktion unterscheiden müssen, ja? Zwischen den Haushalten und den Unternehmen. Wir haben früher eben, ich habe es gerade gesagt,
auch in den Haushalten produziert. Und jetzt produzieren wir nicht mehr in den Haushalten. Jetzt produzieren wir in den Unternehmen. Und die Unternehmen sind Teil eines weltweit vernetzten Wirtschaftsgeschehens, das eigentlich ein Ganzes darstellt. All unsere Produktion, unsere Arbeitswelt, dominanterweise muss man sagen, es gibt da immer sozusagen kleine Bereiche, die davon ausgenommen sind, wo wir auch arbeiten. Aber das, was sozusagen unseren Wohlstand, unseren ganzen die ganze Produktion für die Welt hervorbringt, das ist ein global vernetztes Ganzes geworden, in dem das einzelne Unternehmen ein Teil im Ganzen ist und nicht mehr und nicht sozusagen der Haushalt, der für sich produziert und wenn er ein bisschen mehr produziert, hat er was zum Tauschen, zum Verkaufen auf Märkten und kann das andere auch noch einnehmen. Eine komplett geänderte Weltsituation, die da in eine Polarität auseinandertritt von Konsumsphäre und von Produktionssphäre. Kann man, Gerhard, eine ja? kurze Zwischenfrage, um das ein bisschen einzuschärfen, auch für die Zuseher und Zuseherinnen. Ja. Kann man sagen, dass in der Zeit, die du besprochen hast, also ungefähr der Zeitraum der industriellen Revolution, dass da die Wirtschaft geworden ist von der Privatwirtschaft zur Unternehmenswirtschaft? Ja, wobei ich den Begriff privat nicht so gern für diese Zeit damals noch verwende. Es war nicht so privat, wie wir das heute sehen, in dem Gegenüberstehen. Aber es war individualistisch. Es war der individuelle Haushalt, der sich selbst versorgt hat. Und heute ist es eben nicht mehr dieses Selbstversorgende, sondern es ist eine Fremdversorgung. Und das, was der einzelne Mensch leistet, ist nur ein Teil. Und da komme ich jetzt ja auch gleich weiter, dass wir nämlich, dass die Menschen aus ihren Haushalten, also da, wo sie leben, aus ihrer Lebenssphäre, aus ihren Familien, eben heraustreten, um in die Arbeitswelt überhaupt einzusteigen. Also wir haben zwar heute Homeoffice, aber wir arbeiten ja trotzdem für Unternehmen. Also wir müssen uns sozusagen aus unserer privaten Sphäre, heute privaten Sphäre, hinaus bewegen in die öffentliche Wirtschaftssphäre. Und das ist mit diesem roten Pfeil angedeutet, der das andeuten soll, dass sozusagen alle Fähigkeiten, die wir einbringen als Menschen, zusammenkommen in diesem global vernetzten Ganzen, in dieser Produktionssphäre hier unten. Also der Pfeil deutet an, der Gesamtstrom aller Fähigkeitswerte. Ja, ich habe hier jetzt eingeblendet Strom der Fähigkeitswerte, der eben aus den Lebenszusammenhängen der Menschen zusammenfließt in diese ihr gegenüberstehende Produktionswelt, um alles das hervorzubringen, was wir wieder für den Konsum brauchen, was wir für die Haushalte, für den Erhalt brauchen. Das ist mit dem zweiten blauen Pfeil angedeutet. Es tritt heraus, sozusagen aus der Produktion, alles das, was wir brauchen. Und wir können das nennen den Strom der Konsumwerte. Ja? Also der Güter, der Dienstleistungen, alles das, was wir für unseren Bedarf als Menschen brauchen. In der Polarität drinnen stehend, ja, in einer Polarität drinnen stehend zwischen dem Menschen und der Naturgrundlage, die wir haben. Ja, man kann auch sagen, zwischen den Fähigkeiten der Menschen, zwischen dem Ich sozusagen des Menschen, den Ichen, und im Kontext von Beuys habe ich da auch Kunst oben hingeschrieben. Ja, also alles das, was unsere Fähigkeiten sind, ist der eine Pol, was uns als Mensch ausmacht. Und der andere Pol sind die Kräfte und Stoffe der Natur. Ja, und wenn wir arbeiten, dann ergreifen wir ja diese Kräfte und Stoffe der Natur und verwandeln sie eben so zu Vorprodukten und zu Endprodukten und auch zu Dienstleistungen. Ja, also wir verwandeln diese Naturgrundlage, damit wir sie konsumieren können, damit sie zu Gütern werden, zu Waren und Dienstleistungen. Also das, so stellt sich das heute dar, ein Gegenüberstehen von zwei Sphären, die so früher nicht vorhanden waren. Diese Unterscheidung müssen wir heute machen. Und damit haben wir eigentlich schon den ersten Begriff Wirtschaftswerte vor Augen. Ja, wir haben diese zwei Wirtschaftswerte, den Strom der Fähigkeitswerte und den Strom der Konsumwerte. Gerhard, eine Zwischenfrage wieder. Das heißt, du hast jetzt im Grunde elementar erklärt, wie Wirtschaft und Produktion und Konsumation funktioniert, ja, wie das zusammenhängt. Gibt es da einen Unterschied zwischen
unterschiedlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnungen, wie zum Beispiel, ist das in einer freiheitlich-kapitalistischen Gesellschaft anders als in einer kommunistischen Gesellschaft oder einer Gesellschaft, die sich sozialistisch nennt? Oder was, gibt es da quasi elementare Unterschiede, oder ist das, hast du etwas jetzt erklärt, was einfach immer passiert, wenn Wirtschaft passiert? Genau, also das ist ja ein großes Geheimnis, was du jetzt ansprichst, dass man auch manchmal umschifft, damit es nicht kompliziert wird, aber wenn du es ansprichst, ist es auch gut, weil wir beschreiben hier die Wirklichkeit. Ja? Und dann kommt natürlich, wenn man das sagt, auch wenn man Publikum hat oder so, sagen, ja, das ist ja nicht die Wirklichkeit, jeder arbeitet ja für sich und so, ja, kommen immer gleich so Gegenargumente. Aber nein, wenn wir wirklich phänomenologisch sozusagen die Phänomene elementar beschreiben, dann ist alles das, was uns zum Konsum zur Verfügung steht, aus dem Zusammenfließen aller Arbeit in dieser Produktionssphäre hervorgegangen. Also das, was wir jetzt hier auf dem Bild vor Augen haben, die beiden Wirtschaftswerte, Strom der Fähigkeitswerte, Strom der Konsumwerte, in dieser Polarität des Menschen mit seinen Fähigkeiten und der Naturgrundlage mit den Kräften und Stoffen, und wie das eine durch das andere verwandelt wird und hervorgebracht wird, das ist das Wirtschaftsleben. Das ist unser globales Wirtschaftsleben elementar zum Ausdruck gebracht. Nicht in den vielen, vielen unendlichen Vorgängen, die ja hier unten in unendlich vernetzten, jeder einzelne Vorgang ist ganz zielgerichtet in der Produktion, aber in Summe ist es ein unüberschaubares Ganzes. Und das ist das Wirtschaftsleben, wenn wir es elementar beschreiben, so wie es heute dominant global im Zeitalter der Arbeitsteiligkeit, ja, der Fremdversorgung stattfindet. Also es ist unabhängig vom Wirtschaftssystem. Es ist die phänomenologische Beschreibung der historischen Entwicklung unseres Menschseins, unseres Wirtschaftslebens. Und was jetzt hier auffallen kann, wenn wir heute von Wirtschaft sprechen, wenn wir die Frage stellen, worum geht es in der Wirtschaft? Ich mache das manchmal, wenn Publikum dabei ist, dann sagen die Leute, ums Geld. Ja? Aber das Geld kommt hier noch gar nicht vor. Ja, wenn wir hier vom Wirtschaftsleben sprechen. Deshalb habe ich da jetzt hingeschrieben, was ist mit dem Geld? Ja? Also was ist überhaupt mit dem Geld? Das möchte ich noch ein bisschen konkretisieren. Das bedeutet, wir haben jetzt einmal den Wirtschaftskreislauf besprochen und haben zur Überraschung vielleicht einiger Zuseher und Zuseherinnen bis jetzt das Geld nicht angeschaut. Wir haben das Geld noch gar nicht angeschaut. Das heißt, man kann Wirtschaft erklären, noch ohne Geld erklären zu müssen. Wenn wir es elementar betrachten, einfach die Fähigkeitswerte und die Konsumwerte, wie sie entstehen und wie sie beobachtbar sind in unserer Welt, ja, dann beobachten wir das Wirtschaftsleben. Und die beiden Wirtschaftswerte, mit denen wir es hier zu tun haben, also die Fähigkeitswerte, unsere Arbeit, die wir zum Einsatz bringen und damit die Natur umgestalten, und die wirtschaftlichen Güter, die Konsumwerte, die daraus hervorgehen. Ja? Und das ist in der heutigen Zeit dominant so. Also, und wenn wir es nochmal, wenn wir noch einen Schritt zurück machen, diese haushaltliche Struktur davor, wo wir noch nicht diese Unterscheidung machen mussten, da ist der einzelne Mensch gar nicht ins Wirtschaftsgeschehen eingetreten, sondern nur die Waren. Die Waren wurden mit Hilfe von Geld oder ohne Hilfe von Geld getauscht. Aber der Mensch ist ja gar nicht irgendwo, der hat das einfach produziert in seinen Haushalten, aber zirkuliert sind nur die Waren. Und jetzt strömen die Menschen zusammen, um das hervorzubringen, was wir brauchen. Das ist eine grundsätzlich andere Beschreibung, oder eine grundsätzlich andere Beschreibung ist nötig, um der Wirklichkeit heute gerecht zu werden. Und wenn wir in den Lehrbüchern trotzdem Unternehmen und Haushalte unterscheiden, wie das ja auch ist, ja, da gibt es genauso die Ströme, dann wird das aber nicht qualitativ unterschieden. Ja, es wird unterschieden faktisch, da sind Haushalte, da sind Unternehmen. Das kann man ja unterscheiden. Bei dem einen gibt es einen Fernseher im Wohnzimmer und bei dem anderen gibt es Maschinen. Ja, also so. Also ist eine, aber qualitativ den Unterschied, ja, dass das eine die Fähigkeiten der Menschen sind, die eben keine Ware sein können, die aber heute aus dem Fortführen sozusagen des alten Denkens, wo nur Waren zirkuliert sind, da zirkuliert auch die Arbeit als Ware und wird gekauft vom Eigentümer sozusagen, der
Produktionsmittel. Und das, darauf werden wir noch zurückkommen, wenn wir das Bild nochmal ganz haben. Ja? Aber jetzt schon mal angedeutet. Das heißt, diese Unterscheidung wird gar nicht qualitativ gemacht, sondern nur, weil sie halt auch offensichtlich ist. Aber wir können sie hier qualitativ unterscheiden. Und die Würde des Menschen, das hast du ja auch so schön mit dem Johannes in dem Vortrag vor einem Monat herausgearbeitet, wie ja die menschliche Arbeitskraft ja überhaupt keine Ware sein kann, wie das ja so ein Rest von Sklaverei ist, habt ihr das ja auch dargestellt. Nur dass man, du hast dann gesagt, dass man nicht den ganzen Menschen verkauft, sondern nur eine Zeit, sozusagen Zeitspanne des Menschen verkauft und seine Kraft und seine Fähigkeiten. Und das entspricht nicht der Würde des Menschen. Das würden wir nie zulassen auf dem Feld der Demokratie, dass wir sagen, wir stimmen im Auftrag von jemand anderen, wenn wir wählen gehen, wenn wir zu Volksabstimmungen gehen. Das würden wir nie zulassen. Aber beim Arbeiten tun wir das. Da erfüllen wir, da sind wir Erfüllungsgehilfen der Interessen weniger. Und das entspricht nicht unserem Zeitalter. Das entspricht nicht dem demokratischen Zeitalter. Das müssen wir überwinden, weil aus dem auch viel Unheil kommt. Aber ich will nicht ablenken, sondern ich möchte hier noch weitermachen. Also was ist mit dem Geld? Ja, also wir werden sehen, dass wir das Geld sehr wohl benötigen, aber nicht als Wirtschaftswert, sondern eben um das Ganze eigentlich ja, zu gestalten, um das Einzelne im Ganzen in der richtigen Weise gestalten zu können. Ja? Einen kurzen Zwischensatz noch. Ja. Mit der Bitte um Entgegnung. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich den großen Fehler oder das Versäumnis, ja. Dass der Mensch nicht erkannt hat, vor 150 Jahren spätestens, dass sich die Wirtschaftsweise vollkommen gewandelt hat. Und du hast jetzt auch erklärt, quasi, wie das dann im Grunde eigentlich, was für Folgewirkungen das hat, bis auf den einzelnen Menschen, bis hin zur Lohnarbeit und zum Profitprinzip und so weiter. Wichtig ist mir zu sagen, das ist hier keine Kapitalismuskritik oder nicht ausschließlich Kapitalismuskritik. Und es ist nicht ausschließlich eine Kritik am neoliberalen Wirtschaften, wie sich das vielleicht manche denken, sondern dieser Fehler, dass nämlich menschliche Arbeit eine Ware ist, so wie auch so wie Leder oder wie ein Schuh oder wie ein iPhone. Dieser Fehler wird nicht nur in neoliberalen kapitalistischen Gesellschaften gemacht, sondern auch in sozialistischen, kommunistischen Gesellschaften. Das heißt, das ist ein Fehler, der wurde global gemacht, sowohl im Osten als auch im Westen. Ja. Wir werden auf diese falschen Begriffe, auf die kommen wir nochmal zurück. Aber ich möchte jetzt gern eben die Frage, also die Wirtschaftswerte, den Begriff haben wir jetzt mal elementar betrachtet. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Begriff unseres Themas, der Geldkreislauf. Ja, und da stellt sich ja die Frage, wo kommt das Geld überhaupt her? Und wodurch bekommt es überhaupt so etwas wie einen Wert? Ja, es hat keinen Wert an sich. Ja. Also es wird geschöpft. Es wird geschöpft aus einer Quelle, ja, durch Kredit. Und aus dieser Quelle strömt es zunächst heraus, ja, dadurch, dass eben diese Fähigkeitswerte zum Einsatz kommen. Also weil Menschen sich verpflichten in Unternehmen und die Unternehmen verpflichten sich gegenüber dem Gesellschaftsganzen, etwas hervorzubringen, das später einen Wert haben wird, das einen Preis haben wird auf dem Markt. Deshalb kann das Geld überhaupt geschöpft werden. Das deutet dieser rote Pfeil an. Das Geld hätte gar keinen Wert, wenn Menschen nicht ihre Fähigkeiten zum Einsatz bringen, um etwas hervorzubringen. Vielleicht, dass man es auch anschaulich machen kann. Wir sitzen hier in der Wiener Bildungsakademie mit vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die extrem gescheit sind und inspirierend sind. Vielleicht kannst du quasi diesen Arbeitszusammenhang einfach nur vielleicht an dieser Institution einmal darlegen. Ja gut. Was passiert, wenn Menschen ihre Fähigkeiten zum Einsatz bringen? Ganz ja gut, konkret. Das habe ich ja gesagt. Sie ergreifen die Kräfte und Stoffe der Natur und verwandeln sie so, wie sie gebraucht werden. Und dadurch kann Geld geschöpft werden. Also wir sind jetzt beim Geldkreislauf, Beko. Ne? Also das Geld wird als Kredit geschöpft. Es wird oft gesagt, es wird aus dem Nichts geschöpft. Aber eigentlich wird es aus der Zukunft geschöpft, weil etwas da sein wird, weil Menschen sich verpflichten, etwas hervorzubringen, das dann in der Zukunft da sein wird.
Und der Gegenwert dazu ist das Geld, das wir schöpfen können. Das deutet jetzt der rote Pfeil an, der sozusagen dem Strom der Fähigkeitswerte entgegenkommt. Und dann bekommen die Menschen ein Einkommen. Ja? Sie bekommen das Einkommen in der Regel in den Unternehmen. Ja? Die Frage des Grundeinkommens, die ja bei dir auch eine wichtige Rolle spielt, die können wir auch später nochmal anschauen. Aber sie bekommen ein Einkommen und das ist jetzt mit dem blauen Pfeil angedeutet, der dem blauen Pfeil sozusagen der Konsumwerte entgegenläuft. Ja? Also weil wir ja etwas konsumieren müssen, brauchen wir ein Einkommen. Das Einkommen ist dazu da, dass wir eben aus dem Strom der Konsumwerte etwas für uns in Anspruch nehmen können. Und der Strom der Konsumwerte ist ja sozusagen aus den Fähigkeiten der Menschen, aus dem Einsatz der Fähigkeiten der Menschen in der Produktion, in der Arbeitswelt hervorgegangen. Und das Einkommen, das wir jetzt möglichst gerecht auf alle beteiligten Menschen verteilen, ist dazu da, dass die Menschen ihr Naturbedürfnis nach Konsum, das sie haben, um überhaupt leben zu können, erfüllen können. Also wir haben es mit dem Einkommen ja mit einem Menschenrecht zu tun, das wir in einer Fremdversorgungswirtschaft ja wirklich brauchen, damit wir überhaupt teilnehmen können an der Produktion. Damit wir überhaupt teilnehmen können am Leben, müssen wir überhaupt ein Einkommen haben, um uns ernähren zu können, um uns kleiden zu können, um ein Dach über dem Kopf zu haben und alles das, was wir sonst noch auch an seelischen und geistigen Bedürfnissen befriedigen wollen. Und für ein Kind ist das ganz selbstverständlich. Ja? Ein Kind muss nicht zuerst arbeiten, um ein Einkommen zu haben, um ein Auskommen zu haben, um die Nahrung zu kriegen. Nein, das muss überhaupt erst mal sehr lange geschenkt bekommen, damit es überhaupt teilnehmen kann. Es ist die Voraussetzung zum Teilnehmen. Also jetzt ist das Geld hier, zuerst war das Geld ein Kredit für die Unternehmen, jetzt ist es das Einkommen der Menschen. Und dann fließt das Geld zurück, das ist dieser gelbe Strom, es fließt zurück, um den Kredit zurückzahlen zu können. Also zuerst, und jetzt haben wir den Geldkreislauf, ja, jetzt steht da das Wort Geldkreislauf. Und wir haben es zu tun, ich wiederhole es jetzt nochmal, rot, jetzt steht hier Geld mit Bezug auf Fähigkeitswerte. Also das Geld kann überhaupt erst in die Welt treten, weil die Fähigkeitswerte da sind und sagen, wir werden dies und jenes in unserer Wirtschaftswelt beitragen und in diesem und jenem Unternehmen produzieren. Und dann ist das Geld ein Bezug auf die Konsumwerte. Das Geld haben wir in unserer Tasche als Einkommen bekommen, damit wir aus dem gesamten Strom der Konsumwerte einen Teil für mich selbst, damit ich einen Teil für mich selbst in Anspruch nehmen kann. Und dann ist es das Geld im Rückfluss. Und im Rückfluss hat es keinen Wert mehr, keinen Bezug mehr auf einen der beiden Wirtschaftswerte. Das ist ein großes Geheimnis, das man vielleicht beim ersten Mal noch nicht gleich so fassen kann. Aber dass man jetzt, wir werden ja auch das noch ein bisschen vertiefen, aber es fließt zunächst mal ja zurück, um die Kredite zurückzuzahlen. Der Kreislauf muss sich wieder schließen. Ja? Und wenn sich nicht wieder neue Menschen verpflichten, ihre Fähigkeiten einzubringen, um wieder einen neuen Wert hervorzubringen, einen neuen Konsumwert hervorzubringen, hat das Geld ja keinen Wert. Also das heißt, dieses rückfließende Geld dient zunächst mal nur, um die Kredite zurückzuzahlen und hat noch nicht wieder neuen Wert. Also wir haben es hier mit dem Geld zu tun. Wir haben ja vorher gesagt, wir haben schon die ganze Wirtschaft beschrieben und da ist das Geld spielt doch keine Rolle. Und jetzt sehen wir, weil es hat eigentlich nicht den Wirtschaftsbezug, sondern es ist ein Element des Rechts, des Rechtslebens. Ja, es bestätigt gesellschaftlich die Verpflichtung, die ein Unternehmen eingeht, ja, das Unternehmen verpflichtet sich, der Bäcker verpflichtet sich, Brot zu backen. Die Wiener Bildungsakademie verpflichtet sich, Bildungsangebote, Vorträge, Seminare zu ermöglichen und zu gestalten, dafür den Raum zu schaffen, ja, und ein landwirtschaftlicher Betrieb produziert Nahrung, pflegt die Böden, ja. Und die ganze industriellen Zusammenhänge, die Energieversorgung, alles das wird aus dem gesamten
zusammengebracht. Und es sind Verpflichtungsvorgänge. Unternehmen verpflichten sich, das für die Gesellschaft zu tun. Und also Rechtsleben, Verpflichtung. Und das Geld als Einkommen berechtigt mich. Ja, Verpflichtung und Berechtigung. Und im Rückfluss hat es eben gar nicht den Bezug. Also hier habe ich jetzt nochmal, Unternehmen verpflichten sich, etwas hervorzubringen. Einkommen berechtigt uns, etwas für uns selbst in Anspruch zu nehmen. Also wir haben es jetzt hier mit dem Geldkreislauf zu tun. Eigentlich als einem, der Johannes Stüttgen sagt dazu immer, ein Rechtsregulator. Ja? Das Geld ist ein Rechtsregulator. Es reguliert diese Vorgänge der beiden Wirtschaftswerteströme. Und jetzt haben wir schon die beiden Begriffe ganz elementar betrachtet. Und kann sein, dass man da schon der eine oder andere schon mal zwischendurch rausgeflogen ist, weil das geht gar nicht anders, weil man das ja überhaupt erstmal so richtig in Bewegung bringen muss. Ja? Du hast es vor 20 Jahren das erste Mal gehört. Ne? Aber wir machen weiter trotzdem. Es ist ja erste Anregung, man kann es ja immer wieder machen. Jetzt kommt das Kapital ins Spiel. Ja? Was ist das eigentlich, das Kapital? Was ist Kapital? Und da müssen wir jetzt nochmal den Blick lenken auf diesen gelben Rückstrom des Geldes, weil das Geld, das strömt ja nicht sozusagen so immer 1:1 zurück. Das Unternehmen bekommt einen Kredit, verkauft seine Produkte und das Geld strömt zurück und der Kredit wird zurückbezahlt, es wird ein neuer Kredit ausgegeben, immer so 1:1, sondern es gibt ja Unternehmen, die machen Überschüsse. Die verkaufen ihre Waren über den Entstehungskosten sozusagen, über den Kosten, die notwendig waren für den ganzen Einsatz der Arbeit, für all die Einkommen, die herausgegeben werden mussten. Also das Geld fließt unterschiedlich zurück. Und jetzt ist die Frage sozusagen, dass wir hier, jetzt brauchen wir sozusagen eine Erfindung. Jetzt verlassen wir eigentlich, Beko, deine Frage vorher, ist das jetzt das System oder findet das immer statt? Jetzt verlassen wir eigentlich die reine Beschreibung der Wirklichkeit und kommen sozusagen in die, wo wir dem in einer gesellschaftlichen Gestaltungsmaßnahme gerecht werden müssen. Nämlich wir brauchen sowas wie eine Bank für Investitionen und Subventionen, die diesen Ausgleich schafft, dort, wo Überschüsse entstehen, um die wiederum sozusagen dort, wo wir investieren müssen, wo wir subventionieren wollen als Gesellschaft, dass das Geld dorthin fließt. Und das eben nicht mehr einerseits die Subventionen, die machen wir ja heute aus den Steuern, aus dem Staatlichen heraus, und die Investitionen, die machen wir aus den Einzelunternehmen heraus. Wir müssen aber auch die aus dem Ganzen heraus gestalten, die Investitionen. Weil sonst nämlich das passiert, dass das Kapital immer mehr und immer mehr sozusagen dort akkumuliert wird und vergrößert wird und konzentriert wird, ja, bei sozusagen, wo es immer wieder noch mehr Überschüsse verspricht. Also die flattende Curve sozusagen, ja, was wir bei Corona gelernt haben, wenn wir immer wieder dort investieren, wo wieder noch mehr Gewinn versprochen ist und den Staaten es immer weniger gelingt, davon was abzuzweigen für die sozialen Aufgaben, dann investieren wir sozusagen immer mehr und der Wachstumswahn sozusagen sorgt dafür, dass das Kapital konzentriert wird und immer mehr wächst und eigentlich und das, was eigentlich das Wunderbare am Kapital ist, nämlich dass die eigentlich kräftefrei werden, weil Kapital ist nichts anderes, als dass durch die menschliche Fähigkeit, der Beuys sagt, Kunst ist Kapital, so werden wir gleich kommen, dass durch die menschlichen Fähigkeiten die Arbeit organisiert wird auch. Also nicht nur die Natur verwandelt wird, sondern auch die Arbeit durch die Erfindungsreichtum wird die Arbeit effizienter gemacht, besser organisiert, Maschinen werden gebaut, Erfindungen werden gemacht. Alles das, was eben die industrielle Revolution auszeichnet, was die Arbeitsteiligkeit auszeichnet, kommt aus der Kunstfähigkeit des Menschen. Aus unserem Erfindungsreichtum. Und
das setzt ja eigentlich Kräfte frei, weil wir in einem Produktionszusammenhang plötzlich weniger Menschen brauchen. Diese Menschen werden eigentlich frei. Die werden frei, um auch geistigen Bedürfnissen nachkommen zu können, um zu forschen, um sich Bildungsaufgaben zu widmen. Also die Bildungsakademie, weil du das vorher gefragt hast, als Beispiel zu nehmen, die erzeugt ja zum Beispiel gerade nicht etwas, was man wie ein iPhone verkaufen kann, sondern die erzeugt einen etwas Ideelles, einen geistigen Wert, den man erst möglich wird dadurch, dass die Menschen, die hier arbeiten, nicht mehr auf dem Acker stehen müssen und Kartoffeln ernten müssen, weil wir nicht mehr dazu da sind, in der Fabrik arbeiten zu müssen, weil wir die Arbeit effizienter gemacht haben. Dadurch, und das ist das Kapital. Ja, das ist sozusagen, die Kapital sind die menschlichen Fähigkeiten, die aber sozusagen die Produktion so modifizieren und so gestalten, dass Kräfte frei werden können. Und die können natürlich zum Teil verwendet werden, um die Produktionssphäre zu erhalten und auch zu erweitern, wo das notwendig ist. Das sind die Investitionen. Und sie können aber auch dafür eingesetzt werden, um zu subventionieren. Und da habe ich jetzt noch hingeschrieben, Kreditbank, Bank für Investitionen und Subventionen. Also wir haben jetzt hier zu dem, was wir vorher Kreditbank genannt haben, die Bank für Investitionen und Subventionen hinzugesellt, die jetzt sozusagen die Überschüsse herausziehen muss und dorthin lenken muss aus dem Ganzen heraus. Ja? Also es ist die Frage gestellt, jetzt habe ich hier noch, Entschuldigung, da muss ich noch dazwischen, diese zwei kleinen Pfeile gemacht, also der beim Strom der Konsumwerte taucht hier so ein kleiner Pfeil auf, der in der Produktionssphäre verbleibt. Das sind sozusagen die Investitionen. Ja, das sind, da werden ja auch Fähigkeiten eingesetzt, die gehen aber nicht direkt in den Konsum, sondern die verbleiben in der Produktionssphäre. Und hier bei den Fähigkeitswerten ist auch so ein kleiner Teil, der nicht eintritt in diese weltweit vernetzte Produktion so direkt. Das ist alles das, was aber auch, wo auch menschliche Arbeit da ist, die auch finanziert werden muss, wo die Menschen auch ein Einkommen brauchen. Dort, wo sie zum Beispiel die Bildungsarbeit, die Erziehungsarbeit, die Pflegearbeit, alles das, was wir im Zwischenmenschlichen leisten, alles das ist auch Arbeit, die wir brauchen, die subventioniert werden muss. Und jetzt brauchen wir sozusagen die Frage, wie gestalten wir das aus dem Ganzen? Und da habe ich diesen Begriff Assoziation hier im Angebot. Also die Assoziation, die Aufgabe jetzt hat, das Ganze zu gestalten. Wir haben vorher von der dritten Weg, Kapitalismus, Kommunismus gesprochen. Diese Aufgabe, das Ganze zu gestalten, ist ja eigentlich die Sozialismusaufgabe. Ja, nicht die Einzelinteressen, nicht diese Alternativlosigkeit, jeder folgt seinen Einzelinteressen. Ja, there is no alternative, hat Margaret Thatcher mal gesagt, zu diesem, jeder nur, wenn er seinem Egoismus folgt. Nein, wir müssen das Ganze gestalten, weil nur das ist ökonomisch und ökologisch, wenn wir aus dem Ganzen, vom Ganzen ausgehen. Aber wir dürfen das nicht staatszentralistisch von oben, sondern wir müssen es dezentral vernetzt machen. Also die Frage stellt sich bei dieser Assoziation nach der Kapitalverwaltung. Ja, wie verwalten wir eigentlich das Kapital aus dem Ganzen? Und da habe ich jetzt sozusagen über unser Bild jetzt hier, über dieses Gestalt-Urbild, wie du es genannt hast, einen vernetzten Vorgang aller beteiligten Menschen in verschiedenen Kommunikationsstrukturen, den wir auch schaffen müssen, den es aber natürlich zum Teil schon gibt, ja, wo wir auch natürlich wissenschaftliche Methoden der Bedarfsermittlung, der Umfragen, aber eben auch ganz aktive Gremien, Räte sozusagen, ja, der alte Gedanke der Räte, kommt da auch wieder zu seinem Recht, aber ganz vernetzt im Ganzen, um aber jetzt nicht sozusagen immer gleich die Entscheidungen zu treffen, sondern die Grundlagen für die Entscheidung zu schaffen, damit das Einzelne sich in den Dienst des Ganzen stellen kann. Das ist die Idee. Und ich bin jetzt auch gleich fertig mit meinem Bild und dann können wir ins Gespräch kommen, da sind schon einige Fragen. Also das, was hier angedeutet ist mit
mit dem goldenen, alles durchziehenden Wolke, die ich hier eingezeichnet habe, ist eben die Frage gestellt nach einer Kommunikation und Urteilsbildung und Beratung aller Vorgänge. Ich habe auch hier den Begriff Geistesleben geschrieben. Also vorher war das Wirtschaftsleben, dann das Rechtsleben, jetzt das Geistesleben. Das sind diese Begriffe aus der Dreigliederung. Und da ist die Frage zu beantworten, was soll überhaupt finanziert werden? Wo soll das Geld hinfließen? Was brauchen wir für unseren Bedarf und was brauchen wir vielleicht auch nicht mehr? Worauf wollen wir verzichten in der Zukunft? Ja, weil es unsere Erde kaputt macht. Also all diese Fragen, die müssen wir ja aus dem Gesamtzusammenhang der Menschheit immer mehr und mehr beantworten. Also wir müssen die Menschen zum Denken bringen, zum Sehen und Hören bringen. Also miteinander das alles herausfinden, die Kommunikation, die Urteilsbildung. Und das ist auch die Aufgabe der Kreditinitiative, auf die wir dann vielleicht noch zu sprechen kommen. www.creditinitiative.eu habe ich hier auf meiner Folie gehabt. Und das ist eben dieser Zusammenhang, wo wir jeden Menschen als Künstlerinnen und Künstler ansprechen. Ja, also dieser Beuys'sche Begriff, Kunst ist Kapital, haben wir ja auch schon gehabt. Ja, das ist sozusagen die drei Begriffe, Wirtschaftswerte, Geldkreislauf und Kapital, die wir hier in dem Gestalt-Urbild jetzt mal ganz elementar und im Galopp sozusagen durchgegangen sind. Und ich hätte hier noch ein paar Folien mit dem, machen wir nachher, genau, ich sag's nur, ich kündige es nur kurz an, wo wir nochmal ein paar Eindrücke haben von Joseph Beuys und von Achberg und auch von dem, wie man dem, was ich jetzt hier versucht habe, Ihnen darzustellen, wie man dem auch begegnen kann, wenn man zum Beispiel noch bis Sonntag in die Ausstellung geht, im Belvedere 21 und Joseph Beuys begegnet, den man dort auch immer hören und sehen kann und die Exponate sieht. Ja, vielen Dank mal fürs Erste. Ja, danke Gerhard. Danke für die wunderbare Präsentation und den Vortrag. Ich habe mir jetzt einmal einige Dinge aufgeschrieben und möchte dann auch zu einer Frage kommen von Manfred Maxi Links, die wir gleich einblenden werden oder ich werde es vorlesen. Aber vorher noch, ich möchte einfach nur noch einmal zusammenfassen, ob ich das richtig verstanden habe. Nämlich zwei Paradigmenwechsel, ja, oder zwei notwendige Erschütterungen, ja, der Wahrheit, so wie du es vorher gesagt hast, der Greta Thunberg. Ja. Ja. Nämlich bis jetzt sind wir, und das sind Linke genauso wie Rechte, da gibt es auch keinen Unterschied zwischen den Ideologien, wir gehen davon aus, dass man arbeitet, um Geld zu verdienen. Wir haben aber vorher gesehen, rein elementar, das ist keine Utopie, das ist auch keine Wunschvorstellung, das ist keine Ideologie, sondern der Gerhard hat versucht, das elementar zu erklären. Also aus dem, was sich darstellt, stellt sich es ganz anders dar. Nämlich wir gehen nicht in die Arbeit, um Geld zu verdienen, sondern wir brauchen Geld, um zu arbeiten. Das ist einmal die erste erschütternde Wahrheit. Eine zweite erschütternde Wahrheit ist, dass Kapital nicht Geld ist. Auch das wird an vielen Institutionen, an den Hochschulen und auch in den politischen Parteien bis hin zu den Interessensvertretungen wie Arbeiterkammer oder Wirtschaftskammer im Grunde eigentlich fast überall kritiklos hingenommen, dass Kapital Geld ist und dass Kapital fließen muss und dann kommt erst die Wirtschaft in Schwung und so weiter und so fort. Wir haben jetzt wiederum gelernt und auch da möchte ich immer wieder in Klammer setzen, das ist keine Utopie, das ist keine Wunschvorstellung und keine Ideologie, sondern rein der elementare Blick auf die Wesenszusammenhänge der Wirtschaft. Kapital ist nicht Geld, sondern Kapital sind die Fähigkeiten der Menschen. Die Fähigkeiten der Menschen und das, was in der Modifikation der Wirtschaft durch die Innovationen und durch die Organisation der Abläufe an Energie gewonnen wird. Ein Energiefeld, das dadurch entsteht. Ein Kraftfeld, das uns jetzt möglich macht, auch ganz anderes ins Spiel zu bringen. Über unsere rein äußerlichsten Bedürfnisse hinausgehend.
Es werden Kräfte freigesetzt im Kapital durch das Urkapital sozusagen der menschlichen Fähigkeiten. Die geronnenen menschlichen Fähigkeiten sind sozusagen die Maschinen, die Technik, die Abläufe. Und dienen die jetzt immer nur weiter der Vermehrung des Kapitals? Oder verwalten wir dieses Kapital so, dass es uns als Menschen befreit zu ganz anderer Tätigkeit, zur Pflege der Natur, zur seelischen, also dass zum Beispiel Pflegerinnen und Pfleger in den Spitälern oder in den alten Heimen nicht wie im Akkord arbeiten müssen, sondern dass sie sich zuwenden können den Menschen. Alles das wäre uns ja heute möglich. Ja? Das heißt, das menschliche Kapital, die Fähigkeiten und die geistige Fähigkeit des Menschen, heute effizienter zu arbeiten und zu produzieren als noch gestern, ja. Das ist das pure Kapital. Und das setzt erst Kredite frei. Das heißt, erst wenn ich Kapital habe, Menschen mit ihren Fähigkeiten, erst dann bekomme ich Geld bzw. Kredite. Das ermöglicht uns als Menschheit eben auch, alles das zu kreditieren, was nicht dem unmittelbaren Bedarf dient, sondern zum Beispiel diese Wiener Bildungsakademie oder eine Natur, die Säuberung der Ozeane oder was, also die Rettung des Eisbären. So, jetzt kommen wir zur Frage von Manfred Maxi Links, nämlich, dass sie wirkt für mich so unrealistisch. Dezentralistisch agieren klingt super, nur es endet immer im Zentralismus. Bitte ein Entgegen, Gerhard. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist jetzt einfach mal eine Behauptung, dass es immer im Zentralismus endet. Warum eigentlich? Also die Frage ist natürlich die Machtfrage, die da eigentlich gestellt wird. Das ist eigentlich die Machtfrage. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen. Wir haben zwei Machtpole. Die eine Machtpole hat mit dem Geld zu tun, also dort, wo wir das Kapital unmittelbar in Geld umsetzen können, wo du gesagt hast, Geld wird als Kapital gesehen, wo Menschen dieses Kapital verfügen können. Und wir haben die Macht der Gesetzgebung, also dass wir von den Staaten her zum Beispiel auch, und da ist auch wieder ein Zentralismus im Spiel, die Wirtschaft regulieren oder eingreifen. Das gelingt aber natürlich immer weniger. Aber wir können eben an diesem Pol der Gesetzgebung, und das ist ja auch eines deiner wichtigen Themen, die direkte Demokratie, die Frage haben, ja, wir müssen natürlich unsere Verfassungen ändern. Wir müssen natürlich unsere Geld- und Wirtschaftsgesetze ändern. Die Europäische Kreditinitiative will da einen Anfang machen. Wir machen einen konkreten Vorschlag für die Statuten der Europäischen Zentralbank, dass Unternehmen, die eben auf die Privatisierung der Gewinne verzichten, um sie auszugleichen im Sinne dieses Gestalturbilds, dass die eine Finanzierungsquelle aus dem europäischen Geld- und Bankensystem herausbekommen, das ihnen als dieser dienende Geldkreislauf zur Verfügung steht. Also sie müssen auf Profit verzichten, auf die Privatisierung des Profits verzichten. Sie müssen gemeinwohlorientiert wirken, ja, und sie müssen, das ist uns eben auch wichtig, für sozusagen gerechte Einkommen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen sorgen. Also sie müssen die Einkommensfrage dem öffentlichen Recht unterstellen. So haben wir das formuliert. Das ist die Idee der Kreditinitiative. Und da haben wir einen konkreten Angelpunkt im europäischen Recht, in der Satzung der EZB, wo wir da eine Ergänzung vorschlagen. Also wir müssen das Rechtsleben gestalten. Also unser staatliches Rechtsleben und unser Gott sei Dank heute immer mehr auch überstaatlich werdendes Rechtsleben, zum Beispiel in der Europäischen Union. Und wir brauchen anderes Wirtschaftsrecht und anderes Geld- und Bankenordnungen, die wir in den Gesetzen, in den Verträgen und so weiter regeln müssen. Und da müssen wir zivilgesellschaftlich uns auf die Hinterbeine stellen und auch in den Parteien und in allen Zusammenhängen diskutieren und müssen die Welt neu gestalten. Der Joseph Beuys nennt das ja die soziale Plastik. Ja?
Ich habe da mir nämlich auch noch ein Zitat rausgesucht, das ich so schön fand. Die soziale Plastik ist das, was zwischen den Menschen in der Zukunft geschieht, um neue Verhältnisse in den Systemen, die existieren, aufzurichten, neue Verhältnisse aufzurichten. Und dann sagt Beuys, ich spreche ganz klar von der Überwindung des Privatkapitalismus und Kommunismus. Also davon, eine neue Ebene zu erreichen. Und sicherlich, auf der alten Ebene haben wir es mit diesen Machtstrukturen zu tun, aber wir müssen sie überwinden. Und das ist für mich im Jahr 2019, 20, also ich habe ja vorher von dieser ökologischen Revolution für das ganze 21. Jahrhundert gesprochen, die ist für mich da eingeläutet worden. Ja? Weil wir diese, ich habe es auch schon genannt, die Alternativlosigkeit von Margaret Thatcher, there is no alternative, und sie meint damit, dass jeder einzelne Mensch für sich selbst sorgt und für seine Interessen auf dem Markt, also diese marktfundamentalistische Vorstellung eines Marktes, wo alles gekauft und verkauft werden kann. Gleichermaßen Produktionsmittel, Arbeitskraft, Waren, alles hat sozusagen denselben Stellenwert und dient und wird verkauft und gekauft auf dem Markt. Ja, und jeder, die These, nur das würde funktionieren. Nur das würde funktionieren, wenn jeder seinem Egoismus folgt. Und was haben wir gesehen? Es funktioniert nicht. Warum? Weil das Ganze nicht im Blick ist. Das Ganze, die Ökonomie ist ein Ganzes geworden und ist deshalb identisch geworden mit der Ökologie. Also wir arbeiten unwirtschaftlich, wenn wir Raubbau betreiben. Das mag wirtschaftlich sein, wenn das einzelne Unternehmen seinem Egoismus folgt. Dann mag das wirtschaftlich sein, dass ich noch immer Kohle verstrome. Aber für unser Erdenganzes ist es unwirtschaftlich. Es raubt uns die Lebensgrundlage und es könnte dazu führen, dass wir Ressourcenkriege führen, dass wir Flüchtlingsströme haben, die noch viel, viel gewaltiger sind als alles, was wir kennen, dass unsere Zivilisationszusammenhänge wirklich tief aus den Fugen geraten und erschüttert werden. Und wenn wir das verhindern wollen, dann ist eben die neue Alternativlosigkeit, diese Alternativen ins Spiel zu bringen. Die Alternativlosigkeit, nicht unterzugehen mit unserer Zivilisation. Und deshalb glaube ich, dass alles das, was auf der alten Ebene vielleicht richtig war, ja, oder eine Erfahrungswahrheit, ja, das alles immer im Zentralismus und alles immer in den Machtgefüngern. Aber, also ich meine, ich kann das natürlich nicht garantieren, aber was ich, glaube ich, garantieren kann, ist, dass uns, wenn wir unser gutes Leben erhalten wollen und wenn wir das auch auf eine global solidarische und generationen- und regionengerechte Ebene heben wollen, um nicht unterzugehen. Weil wenn wir heute nicht global gerecht und regionengerecht und generationengerecht sind, dann fällt uns heute auf den Kopf. Ja? Wir können uns nicht mehr auf der Insel der Seligen halten. Diese Zeiten sind vorbei. Und das ist eine Tatsache. Für mich ist das eine Tatsache, die vielleicht aber, die mir aber nicht glauben soll, würde jetzt der Johannes Stüttgen sagen, sondern die vielleicht jeder in seinem eigenen Herzen und Denken finden kann. Und wenn wir, und ich meine, gerade die Stadt Wien, die macht doch so viel vor. Ja, also zum Beispiel, ich liebe es geradezu, jetzt durch die Stadt zu gehen. Noch vor ein paar Jahren wurde alle zwei Wochen alles platt gemäht. Jede Grünfläche wurde immer geschniegelt, mit alles schön glatt. Und jetzt blüht es da und die Dinge wachsen. Und wenn ich mir jetzt noch die Autos wegstelle, dann wegdenke oder weniger Autos denke, weil wir ein anderes, komplett anderes Mobilitätskonzept haben. Ja, dann stelle ich mir das vor, wie wunderbar unser Leben werden kann, wenn wir auf alles das verzichten, was wir nicht brauchen, was aber heute auch Verzicht bedeutet. Also wenn wir heute nicht auf das Auto verzichten, dann verzichten wir auf die grüne Oase vor unserem Haus. Ja? Also es ist immer, also weil da immer Verzicht und Verbot und so weiter wird ja immer als Vorwurf. Nein, wir verzichten doch heute schon auf was? Wir verzichten auf saubere Luft, wir verzichten auf eine, wir haben den Lärm, wir verzichten auf die Ruhe, auf alles das verzichten wir heute. Und wir können unsere ganze Welt nochmal neu, also wir müssen unsere ganze Welt nochmal komplett neu gestalten in diesem 21. Jahrhundert. Und wenn es uns nicht gelingt, dann ist es sowieso scheiße. Aber also davon will ich aber nicht ausgehen, ja. Der, wer ist das? Jetzt fällt mir nicht ein deutscher Klimaautor, der sagt immer, Optimismus ist Pflicht. Ja? Und ich sage, das ist die neue Alternativlosigkeit.
Und wir müssen sozusagen alle Menschen einbeziehen, auch als Akteure, das ist ja auch, und als Akteurinnen, weil das ist ja auch die Katastrophe, ja, dass wir dieses, und da ist ja auch in der Sozialdemokratie viel versündigt worden, ja, dass man bevormundet, dass man die Menschen, dass man zwar das Beste will, dann strebt man die Hegemonie an, um das Beste zu wollen, aber die Menschen empfinden das als, auf kurz oder lang dann als Eliten, ja, und wehren sich dagegen und wählen dann einen Trump. Oder wählen den Brexit und so weiter. Ja, wir müssen aber, und dann sagt man, oh, wir dürfen keine direkte Demokratie haben, dann kommt der Brexit. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen die Menschen voll in ihre Verantwortung mitnehmen. Dieses Emanzipationsprojekt, das ja gerade auch die Sozialdemokratie sozusagen an vorderste Front stellen müsste, als Emanzipationsprojekt, das muss noch viel umfangreicher werden. Jeder Mensch, Künstlerinnen und Künstler. Das habe ich mich aufgeregt. Das war sehr gut. Danke für deine Aufregung. Kannst du es lesen? Mir ist es ein bisschen zu klein. Ich möchte nochmal eine Frage vorlesen oder einen Einwand von Manfred Maxi Links nochmal. Der Ansatz klingt verdammt gut. Ich sehe solche Diskussionen aber nicht. Im Gegenteil. Die Diskussion geht in Richtung Konservativismus. Ja, genau. Ja. Mhm. Die Diskussion geht in Richtung Konservativismus. Ich möchte das gleich übernehmen, die Frage von Manfred. Geht die Diskussion oder geht der öffentliche Diskurs in Österreich, weltweit, in den Konservativismus? Ja, das ist, also ich meine, was wir beobachten können, ich will jetzt nicht politisch werden hier, aber das geht da, das ist so, ja. Das ist wie das Aufbäumen eines, das ist sozusagen totgesagte Leben länger, ja. Aber das ist von vorgestern, weil es nicht nachhaltig ist, weil es den Menschen nicht dient, ja. Und ich finde schön, wie er sagt, Manfred, der Ansatz klingt verdammt gut. Ja, man muss damit mal eine Zeit lang umgehen, auch im Denken. Und wir führen jetzt hier gerade diese Diskussion. Und niemand hindert, also ich meine, ich sage auch nicht, dass das, ich sage ja mal, zumindest habe ich jetzt mal das ganze 21. Jahrhundert in den Blick genommen. Aber da wird es auch noch, ich sage auch nicht, dass das alles eine Garantie ist und dass wir das nicht erstreiten müssen und bekämpfen müssen. Aber ich ziehe, auch Stichwort Konservativismus, und rückwärtsgewandte Kräfte und so weiter. Ich ziehe die Linie nicht zwischen den Menschen, sondern ich ziehe die Linie zwischen den richtigen und den falschen Gedanken und den richtigen, den wesensgemäßen Begriffen und den nicht wesensgemäßen Begriffen. Und Lohn ist ein nicht wesensgemäßer Begriff, ja, weil wir als Menschen, als selbst, wir wollen uns selbst bestimmen. Wir wollen uns selbst bestimmen und in der Demokratie wollen wir das tun und das haben wir zur Hälfte verwirklicht, indem wir wählen können und wir müssen da die zweite Hälfte noch ins Spiel bringen, dass wir selbstbestimmt Initiative ergreifen können zur Gesetzgebung und die über Volksinitiative, Volksbegehren bis zur Volksabstimmung bringen zu können als Ergänzung. Da brauchen wir mehr Selbstbestimmung und wir brauchen dieselbe Selbstbestimmung, nicht dieselbe Selbstbestimmung, sondern auch die Selbstbestimmung in diesem Wirtschaftlichen. Wir wollen doch, wenn wir zum Beispiel ein Unternehmen haben, wo wir tätig sind, ja, wenn wir kein Bäcker und die Mitarbeiterschaft eines Bäckereibetriebs will doch schlechte Semmeln machen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, und dass man sozusagen da immer billig, aufgrund des Preisdrucks immer billiger, das will man doch nicht. Aber man tut es, weil man unter Umständen, wenn das eine Bäckereikette ist, gar nicht dem eigenen Interesse, dem Ethos des Bäckerhandwerks folgend, die besten Semmeln und das beste Brot zu backen, das es überhaupt gibt, ja, sondern weil wir den Profitinteressen der Shareholder möglicherweise dieser Bäckereikette folgen. Also wir sind Erfüllungsgehilfen von Fremdinteressen. Und das stimmt nicht mehr mit unserem Menschsein. Kann man auch sagen, dass die
Wirtschaft und die Art und Weise, wie wir arbeiten, durchideologisiert ist. Ja, mit einer vollkommen falschen Ideologie, die nicht mehr zeitgemäß ist und wahrscheinlich nie zeitgemäß war. Ja, es ist eine Vermachtung. Es ist eine Vermachtung. Und wir haben es natürlich real mit diesen Machtstrukturen und Machtlogiken zu tun. Also nochmal, ich betone das, ich will nie die Grenze zwischen den Menschen ziehen. Weil wenn es um unser Überleben geht, dann ist der Mainstream wir alle. Wir sind die 100%. Es war ja immer der Slogan, wir sind die 99% und die 1% sind nur die Bösen. Nein, wir sind die 100% Menschen. Und das ist der Hauptstrom der Entwicklung. Ja? Josef Beuys hatte auch so einen Stempel, Hauptstrom. Ja? Also der Hauptstrom der Entwicklung. Und wir müssen uns sozusagen befähigen dazu. Und ich glaube, es gibt, und dieses ideologische Denken, das ist ja sozusagen eingeprägt in die Köpfe, das funktioniert nur so. Entweder funktioniert es nur so, ja, eben there is no alternative zu dieser marktwirtschaftlichen Logik, zu dieser egoistischen Logik, weil anders funktioniert es nicht. Das heißt, die glauben ja, sie folgen einer Unabdingbarkeit. Aber es zeigt ja, dass diese Unabdingbarkeit uns gegen die Wand fährt. Die andere Ideologie ist, das muss dann der Staat, starke Staat, der muss das zentralistisch wiederum, und das unterdrückt den Liberalismus. Wir brauchen Sozialismus, Liberalismus und Demokratie, also den dritten Weg. Ja? Also das sind alles axiomatische, historische Forderungen, ja, die wir nicht leugnen können. Der Mensch ist ein Freiheitswesen. Wir können das vielleicht bestreiten, aber das wäre dann die Frage der Diskussion. Sind wir Freiheitswesen? Streben wir nach Selbstbestimmung? Tragen wir das in uns? Wenn wir das in uns tragen, dann ist die Demokratie die Konsequenz. Ja, dass wir nämlich, hat der Johannes, glaube ich, auch gesagt in einem Vortrag, wenn ich ein Ich bin, dann stelle ich plötzlich fest, du bist auch ein Ich. Und schon müssen wir uns vereinbaren. Ja, dann kommt die Demokratie ins Spiel. Und wenn wir das auf unsere Fähigkeit, also wenn wir die Frage stellen, der Johannes hat da vor einem Monat auch davon gesprochen, von dem Auftrag, dem künstlerischen Auftrag, jeder Mensch ein Künstler, was ist mein künstlerischer Auftrag? Was ist meine Aufgabe in der Welt? Was will ich denn tun? Wo ist mein Platz in der Welt? Und das soll mir sozusagen ermöglicht werden im Zusammenschauen des Gesamten. Und dafür müssen wir Strukturen schaffen, dass wir das Ganze mit dem Einzelnen und das Einzelne mit dem Ganzen in Verbindung bringen können. Und da brauchen wir noch viel Fantasien und das müssen wir noch erringen in unideologisch sozusagen. Eine Frage an dich noch. Warum denkst du, ist es für die meisten Menschen heute so schwer, sich einzugestehen oder zu sehen, dass sie nicht fürs Geld arbeiten? Ja, weil sie auch ein Stück weit fürs Geld arbeiten. Sie haben ja eben sonst keins oder sie haben zu wenig. Ja? Und in vielen, vielen Teilen der Welt haben sie dann gar keins, sondern darben oder verhungern auch. Also der Irrsinn, dass ein Mensch verhungern muss in unserer Welt, ja? Weil er nicht für sich selbst sorgen kann, aber er kann heute nicht für sich selbst sorgen unter Umständen, sondern wir sorgen alle füreinander. Also wir müssen das, was ich brauche, habe ich aus dem Ganzen. Und was ich geben kann, stelle ich ins Ganze hinein. Das ist eine Tatsache. Das ist nicht eine Zukunftsvision, sondern es ist eine Tatsache. Was ich zum Leben habe, verdanke ich der ganzen Welt. Und was ich selbst gebe, das Allermeiste, was ich tue, tue ich nicht für mich, sondern für andere. Ich halte jetzt nicht den Vortrag für mich oder das Gespräch, das führe ich nicht, das ist für uns beide vielleicht schon auch bereichernd, aber wir machen das ja öffentlich. Also ich mache das nicht für mich, was müsste ich für mich machen? Gar nichts. Beuys spricht immer von der absoluten Bedürfnislosigkeit, die wir entwickeln müssen. Das heißt, wir arbeiten nicht für Geld, sondern wir arbeiten für alle anderen Menschen auf der Welt. Ja, das ist auch eine erschütternde Wahrheit. Und für die Tiere und für die Pflanzen und für das gute Brot. Und für die Mobilitätswende und für die Reinigung der Ozeane und für die Reduktion der Autos und für alles das arbeiten wir.
heute arbeiten wir auch für viele Dinge, die nicht so gut sind, die nicht so heilsam sind. Ja. Das ist ja auch schon angesprochen. Das heißt, wir arbeiten, wir müssen, aber auch wenn wir, auch wenn wir nicht für das Gute arbeiten, arbeiten wir trotzdem miteinander und füreinander. Also es ist quasi da auch keine Frage der Qualität, meiner Meinung nach. Ja. Also das muss man auch sehen. Deswegen ist es mir immer so ein großes Anliegen, immer wieder zu betonen, das, was du da erzählst, ist keine Frage von Sozialismus, Kapitalismus, neoliberal, was auch immer. Das passiert überall. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, du wolltest sagen, dass es nicht eine moralische Frage ist, was wir produzieren. Genau. Ich würde sagen, es ist eine moralische Frage aus dem Blickwinkel des Ganzen. Aber heute hat ja der Einzelne gar keine Wahl, wo, was er produziert. Ja. Das heißt, ob wir das Gute, das Heilsame produzieren oder das Schädliche, das, was die Menschheit traurig macht und das ihr vielleicht sogar die Zukunft nimmt, alles produzieren wir heute gemeinsam. Ja, ja, das also deshalb sind wir auch alle gemeinsam für das Übel verantwortlich und nicht irgendwelche bösen Mächte, wo wir uns dann verschwörungstheoretisch überlegen, wer die Bösesten sind, sondern wir sind alle daran beteiligt. Wir sind alle mitverantwortlich. Wir sind dafür, wir sind sozusagen für die demokratischen Beschlüsse mitverantwortlich, weil wir uns eben noch nicht stark genug auf die Hinterbeine gestellt haben, um die Demokratie sozusagen auf die Höhe der Zeit zu heben. Man könnte, oder könnte man das auch so sagen, im Demokratischen sind wir verantwortlich für das, was in unserer Rechtsgemeinschaft passiert. Ja. Das heißt, ich als österreichischer Staatsbürger kann wählen und auch mitbestimmen bis zu einem gewissen Grad, und bin somit mitverantwortlich für das, was in Österreich passiert. Wirtschaftlich, wenn ich konsumiere oder wenn ich produziere, bin ich mitverantwortlich für die ganze Welt. Genau, und ja, und das hängt aber auch zusammen, weil wir eben nicht in einem moralischen Sinne jetzt mitverantwortlich sind und sagen, ich konsumiere jetzt vielleicht dies oder jenes nicht mehr und deshalb wird es ja trotzdem, es ist einfach noch viel, also wir können nicht das aus dem Individualistischen nur lösen, auch, ja, ich finde das auch kein Gegensatz, ja, immer mehr Menschen essen weniger Fleisch und fliegen nicht mehr mit dem Flugzeug und was weiß ich was alles, finde ich großartig, aber wir sind eben auch über die Gesetzgebung für die Wirtschaft verantwortlich. Also wie wir die Wirtschaft konstituieren, ist ja auch eine Frage des Rechtslebens. Und wir sind alle beteiligt daran, also nicht in einem moralischen Sinne verantwortlich für die Folgen, dass wir dann quasi verurteilt werden, sondern verantwortlich, es zu ändern, mitzuwirken an der Änderung. Also zukunftsverantwortlich. Alle. Und deshalb dieses Auseinanderdividieren der Menschen in Eliten und Böse und Dings, das muss mir alles komplett ad acta legen. Wir sind alle Apple und wir sind auch alle Amazon. Aber ja, wir sind auch alle der Bäcker um die Ecke. Ja. Ich möchte zu einer Frage kommen. Und wir müssen es ermöglichen, dass Amazon einen Beitrag, also das ist doch gerade diese Kapitalbildung. Was herrscht dort für eine unglaubliche Innovationskraft? Also wir brauchen ja auch Apple und Amazon und alles brauchen wir ja auch. Aber wir müssen es sozusagen in den Dienst des Ganzen stellen. Und ich behaupte mal, das ist auch das Interesse von Jeff Bezos. Er kann nur heute gar nicht anders. Er ist voll in der Logik, in der ideologischen Logik der Profitmaximierung drinnen. Was ja auch eine Ideologie ist. Ja. Profitmaximierung ist eine Ideologie und keine Tatsache der Wirtschaft. Das ist auch ganz wichtig. Es ist unwirtschaftlich. Ja, es ist misswirtschaftlich. Ja. Der Dynamo Bernd hat eine Frage, nämlich: Der Großteil der Gesellschaft bei uns sieht sich doch selbstbestimmt und unabhängig. Wie könnte man die Mehrheitsgesellschaft offener für eine Systemalternative machen? Warte, Entschuldigung, man hat mich nicht gehört. Nochmal. Ich habe das Mikro nicht einschalten kann. Eine Frage vom Dynamo Bernd. Der Großteil der Gesellschaft bei uns sieht sich doch selbstbestimmt und unabhängig. Wie könnte man die Mehrheitsgesellschaft offener für eine Systemalternative machen? Ja, ich weiß nicht, ob das so ist, dass die Mehrheit sich, oder dass der Großteil der Gesellschaft sich selbstbestimmt und unabhängig sieht. Ich glaube, viele, viele Menschen erleben sich ja ganz sozusagen in dem Radl drinnen und sind unzufrieden und haben Burnout und
Also ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Natürlich, viele Menschen haben diese Selbstbestimmung und sind auch dann sehr egoistisch in ihr drinnen. Ja? Und andere nützen dann die Freiheit, die sie sozusagen aus unserem ökonomischen herausgewinnen, auch ganz verantwortungsvoll. Ja? Also gerade auch oft diese Superreichen sind ja oft sehr verantwortungsvoll in ihrem Umgehen. Nicht alle, aber viele. Ob das dann auch immer gut ist, ist auch also aufs Ganze gesehen, ist auch eine andere Frage. Aber der Joseph Beuys sagt ja, das eigentliche Ziel der ganzen Veranstaltung, auch wenn wir die Natur retten, ist ja die Aufrichtung der menschlichen Seele. Also diese Selbstbestimmung, dieses Selbst, dieses sich einbringen in der Welt, ist ein Grundbedürfnis. Und ich glaube eben nicht, dass das heute erfüllt ist, sondern ich glaube, die meisten Menschen sind sehr, sehr in der Zwickmühle. Ja? Und kriegen irgendwann mal die Sinnkrise und so weiter. Ja? Unterschiedlich natürlich, auch kann man nicht verallgemeinern. Aber ja. Und wie kriegen wir das, das war der zweite Teil der Frage, wie kriegen wir da sozusagen die großen Diskussionen darum? Ja, dafür müssen wir, das ist auch wirklich eine Frage, wo wir auch alle mitverantwortlich sind. Also wir haben ja zum Beispiel ein Projekt neben der Europäischen Kreditinitiative, das ist die European Public Sphere. Ja. Wir gehen schon länger mit einem Element um, mit einem sinnlichen Element, was man sehen kann. Das ist eine Holzkuppel, ja. Ich habe dann ja noch die Folien, das müssen wir jetzt auch noch schnell mal ein bisschen machen, wo wir im öffentlichen Raum eine Holzkuppel aufbauen, in der Früh. Morgen sind wir übrigens in Eisenstadt, ja, und diskutieren auch über die Demokratie mit Mehr Demokratie Österreich gemeinsam und Mehr Demokratie Burgenland und bauen die Holzkuppel auf und führen Gespräche im öffentlichen Raum, also European Public Sphere, die europäische öffentliche Sphäre. Die europäische Öffentlichkeit. Wir haben ja unsere nationalen Öffentlichkeiten und wir haben ja eigentlich noch nicht so eine europäische Öffentlichkeit. Und deshalb wollten wir das befördern und haben da gemeinsam mit Democracy International, das ist ein international tätiger, weltweit tätiger Verein für moderne direkte Demokratie auch, der in Köln seinen Sitz hat und wir in Wien mit der IG Eurovision, wir betreiben dieses Projekt und führen Gespräche im öffentlichen Raum. Also wir machen es einfach. Und Pulse of Europe oder auch natürlich auch alles, was hier stattfindet, kann in den Dienst gestellt werden, muss in den Dienst gestellt werden, jeder aus seinem Erfahrungshintergrund, aus seinem Horizont und aus seinem Denken, Sehen und Hören und in dem Austausch miteinander, im Gespräch miteinander diese Frage beantworten wollen, wie gestalten wir die Welt noch einmal komplett neu in diesem nächsten 100 Jahren. Bis 2050 klimaneutral, bis weltweit, ja, und bis 2100 aufgeforstet weltweit und so weiter, ja. Also das ist die Menschheitsfrage. Und wenn die Frage, also ich setze auch wirklich auf dieses allgemein menschliche Interesse, Probleme lösen zu wollen. Und alles das, was heute schon gut in der Welt ist, trotz der ideologischen Machtstrukturen und Vermachtungen, alles das, was trotz alledem heute schon gut und richtig läuft, läuft aufgrund dessen, dass Menschen eigentlich allgemein menschlich, wenn sie nicht ideologisch, dort, wo sie nicht ideologisch in der Zange sind, oder wo sie diese Zange lockern können, weil sie Probleme lösen wollen, weil sie die Wunde heilen wollen und weil sie das gute Brot backen wollen und nicht das schlechte. Alles das, was heute schon, aber es gibt so viel, wir müssen nicht den neuen, das ist ja auch so ein Motiv, wir brauchen nicht den neuen Menschen. Wir müssen beiseite schaffen, was den Menschen, der schon da ist, in Erscheinung bringt. Also wir müssen nur die Ideologien wegschaffen und solche, wie das hier
wie ich das heute hier entwickelt habe, was ja auch nicht von mir stammt, sondern aus dieser Arbeit von 50 Jahren Internationales Kulturzentrum Achberg und was der Beuys als Inhalt hatte, das sozusagen in die Welt zu bringen, damit der Mensch nicht mehr verhindert wird, damit er in Erscheinung treten kann. Und wir brauchen nicht einen neuen Menschen. Das heißt, die Rettung der Welt, die kann man nicht mehr delegieren. Nee. An Politiker, an Präsidenten, an Wirtschaftsmagnaten und den Chef von Amazon oder was auch immer. Verantwortlich ist mittlerweile heute jeder, wie wir haben es vorher auch schon gesagt, politisch, demokratisch in der Rechtsgemeinschaft, in der wir uns befinden, also in der man wählen und abstimmen kann, wirtschaftlich als arbeitender Mensch und als konsumierender Mensch ist unsere Verantwortung ausgeweitet seit der industriellen Revolution und der Globalisierung auf die ganze Welt. Der Dynamo Bernd hat noch gefragt, also ja. Ich möchte auch nochmal auf diesen Satz eingehen, wie könnte man die Mehrheitsgesellschaft offener für eine Systemalternative machen? Es wird keinen Mann geben, ja. Der das macht, sondern das muss jeder selbst, ja, jeder muss diese Gedanken selbst denken. Und der erste Gedanke, wo ich jeden einlade, dass man den vielleicht einfach tagtäglich denken kann, oder es reicht schon mal, wenn man ihn einmal gedacht hat, diese erschütternde Wahrheit, dass man nicht für sich arbeitet und nicht für das eigene Geld, sondern dass man immer für andere arbeitet. Und dass das ist ein anderer Gedanke, der auch sehr heilsam ist, den kann man durchaus auch meditieren tagtäglich. All das, was man konsumiert, hat die ganze Welt für einen hergestellt und produziert. Und wenn wir im Supermarkt etwas kaufen und zur Kasse gehen und dort sitzt ein Mensch und nimm mir dafür mein Geld ab, damit ich das bekomme, dann ist dieser Geldvorgang eben nicht dieser egoistische, ich habe mir das verdient. Ich habe es mir nicht verdient, sondern das ist ein Geschenk. Das ist mein Anteil am Ganzen, den wir uns gegenseitig zusprechen. Und wenn ich das Geld dann in die Hand dieses Kassiers oder dieser Kassiererin gebe und dafür die Schokolade mit nach Hause nehmen darf und essen darf, ja, dann ist das Ausdruck von vielfachen globalen menschlichen Beziehungen. Das sind unsere menschlichen Beziehungen, die wir miteinander als Menschheit haben. Von Mensch zu Mensch sind das Beziehungen. Wir haben etwas gemacht, der andere hat etwas gemacht. Und aus dem kommt alles das hervor, was wir haben. Und wenn wir das auch ein bisschen in unsere Herzen nehmen, dass die Geldvorgänge Ausdruck von menschlichen Beziehungen sind, dass wir uns zu was verpflichtet haben und dass wir uns gegenseitig zu etwas berechtigen. Und wenn wir das als richtig erkennen, dann muss es doch unser aller Interesse sein, wenn wir das mal aufgenommen haben, dann muss es unser aller Interesse sein, dass wir die Ungerechtigkeiten dabei nicht mehr zulassen. Dass Menschen, also wenn wir das global sehen, es arbeiten doch wesentlich mehr Menschen für mich, als ich für andere Menschen arbeite. Also was mein Beitrag ist sozusagen, ja, wenn heute ein Bäcker Brot bäckt, dann bäckt er für viel weniger Menschen Brot, als umgekehrt Menschen für ihn tätig sind, in unserer europäischen oder nördlichen oder reichen Welthälfte. Ja? Und das geht nicht. Also wir brauchen globale Solidarität. Ich behaupte mal, wir werden als Menschheit irgendwann mal in den Zustand kommen, wo wir das moralisch nicht, wo wir das nicht mehr mit unserem Gewissen vereinbaren können. Ich glaube, bevor wir das nicht mehr mit unserem Gewissen vereinbaren können, moralisch, wird die Weltwirtschaft und die Natur schon längst zusammengebrochen sein. Ja, wir müssen jetzt damit beginnen, das sozusagen in unseren Seelen wachzurufen. Die Aufrichtung der menschlichen Seele, sagt der Beuys. Und ich möchte gerne noch einen Gedanken, weil diese Fragen sind ja sehr gut und sehr wichtig, aber wie können wir Zuversicht bekommen? Wie können wir selbst uns einreihen sozusagen in die aufbauenden Kräfte, damit verbinden, nicht einreihen, sondern verbinden? Möchte ich nochmal zurückkommen auf dein Gespräch mit dem Johannes Stüttgen. Da sagt er nämlich, dass wir immer wieder auch da vor Paradoxen gestellt sind. Ja, wir haben eine Aufgabe, wir erleben diese Aufgabe, weil sie notwendig ist. Also das, was wir jetzt gesagt haben, es ist notwendig, dass wir die Welt retten, dass wir die Zivilisation retten, dass wir in andere Verhältnisse kommen.
Aber aus dem Bestehenden ist es zunächst mal ganz unmöglich, sagt er da in dem Gespräch mit dir. Es ist unmöglich, aber wir wissen, es ist notwendig. Das heißt, es prallen mal zunächst zwei Wirklichkeiten aufeinander. Es ist unmöglich, aber es ist notwendig. Und ich erlebe die Aufgabe, für das Notwendige tätig zu werden. Und dann entsteht aus dieser Diskrepanz, sagt er, eine neue Ebene. Oder der Beuys spricht ja hier auch, es geht also darum, eine neue Ebene zu erreichen, wo plötzlich etwas vorher Unmögliches möglich wird. Das behauptet jetzt der Johannes so, als Meisterschüler von Josef Beuys. Aber ich glaube, das stimmt. Gerhard, ich würde dich jetzt bitten, in deinem Vortrag weiterzugehen. Ja. Nämlich, dass du jetzt auch noch uns darlegst und informierst darüber, über das internationale Kulturzentrum Achberg, Josef Beuys. Ja, genau. Ich habe da noch ein paar Folien, die ich euch gerne zeigen will. Ich habe ja es ein bisschen dargestellt. Das war dieser Ideenzusammenhang. Ich bin jederzeit bereit und du ja auch, wenn Menschen das nochmal gern durchgehen wollen, dann setzt man sich zusammen und organisiert etwas und arbeitet an den Dingen weiter in allen Zusammenhängen. Und jetzt habe ich auch noch, das sind ja auch die Folien, die ich bei meinem Vortrag im Belvedere 21 benutzt habe, um einfach Hinweise zu geben und ein bisschen Einblick zu geben. Hier ist ein Bild von unserer Broschüre der Europäischen Kreditinitiative. Du siehst das gar nicht, Beko, gell? Ich habe es schon gesehen. Genau, du hast es schon gesehen. Hier ist ein Bild von der Broschüre unserer Europäischen Kreditinitiative, der Europäische Weg der Wirtschaft und des Geldes. Das finden Sie da auf unserer Webseite, creditinitiative.eu. Und hier ist der Aufruf zur Alternative. Also das ist ein Foto von der Ausstellung im Belvedere 21, da in der Arsenalstraße, wo eigentlich alles das, was wir heute besprochen haben, auch schon drinsteht. Und dieser Aufruf zur Alternative ist entstanden 1978, in der Weihnachtsausgabe der Frankfurter Rundschau abgedruckt und ist entstanden aus der Zusammenarbeit von Wilfried Haidt, also dieser einen ganz wichtigen Gründungspersönlichkeit des Internationalen Kulturzentrums Achberg, und Josef Beuys und noch mit einem Dritten im Bunde, dem Peter Scharter, der auch damals als junger Mitarbeiter da mitgewirkt hat am Entstehen dieses Aufrufs. Josef Beuys hat damals eine ganze Seite in der Frankfurter Rundschau geschenkt bekommen. Es war eigentlich ein Abschiedsgeschenk, weil er Deutschland verlassen wollte, um in Wien Professor zu werden. Das hat sich dann aus verschiedenen Gründen nicht ereignet, dass er hier Professor wurde, aber den Aufruf zur Alternative gab es schon. Und den kann man da eben, wie gesagt, die Ausstellung geht leider nur noch bis zum 13., also bis Sonntag. Heute Morgen und noch am Wochenende kann man die Ausstellung besuchen. Ich empfehle das sehr. Das ist eine sehr, sehr schöne Ausstellung. Und also eine Frucht, wenn man da unten schaut, da taucht dann auch die Adresse von Düsseldorf auf, von Beuys, und die Adresse vom Internationalen Kulturzentrum in Achberg, weil das eben eine Tat mit dem Gemeinschaftsspaten, wie Beuys das auch ins Bild setzte mal, war. Hier sieht man Josef Beuys auf der Wiese in Achberg Seminare halten. Oben die zwei Bilder. Das sind Fotos aus dem Ulmer Katalog der aktuell noch laufenden Ausstellung zu Josef Beuys 100. Geburtstag in Ulm, die dann auch noch in Heilbronn sein wird bis September, glaube ich, und jetzt bis Juli noch in Ulm. Und da, das ist etwas ganz Großartiges, also wenn man auch nach Ulm oder nach Heilbronn kommt, da wird ausgestellt das Josef Beuys Archiv, das Achberger Beuys Archiv, das einer unserer Freunde und Mitstreiter, Rainer Rappmann, durch all die Jahre der Zusammenarbeit mit Beuys gesammelt und angelegt hat, und wo eben gerade diese gesellschaftsgestaltende Dimension von Beuys ganz im Fokus ist, wie überhaupt. Und das finde ich auch die Wiener Ausstellung hat das ganz stark im Fokus. Und das war eben, und das finde ich eben, das ist etwas, was mich sehr, sehr beglückt, ist vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, wie kommen wir zu den gesellschaftlichen Diskussionen, weil
durch all die Jahrzehnte wurde Beuys immer, ja, Fett und Filz und seine ästhetischen Provokationen und seine Aktionen, das wurde eigentlich immer sehr stark, was ja auch gut ist, auf diese Dinge verwiesen. Und ich hatte immer den Eindruck, was wirklich der Quellort, nämlich diese unsichtbare Skulptur des sozialen Lebens, nicht so sehr im Vordergrund stand. Und jetzt, wo man die Beiträge liest, wo man die Ausstellungen sieht, ist das viel, viel stärker, wenn nicht überhaupt der Hauptfokus jetzt zum 100. Geburtstag. Ich glaube, das würde Josef Beuys selber sehr freuen. Ja, sicher. Ja. Ich habe eine Diskussion, also man kann sich auf YouTube sehr viele Vorträge und Diskussionen mit ihm anschauen. Bei einer Diskussion ist er relativ emotionalisiert, ist ein bisschen aufgeregt, weil die Leute haben ja ständig versucht, ihn zu ärgern und Widersprüche aufzuzeigen und so weiter und so fort. Wollten einfach nicht verstehen. Jedenfalls ist er so sehr emotional und sie sprechen dann über jeder Mensch ein Künstler und wie meinen sie das eigentlich und aber ihr Kunstwerk da drüben und so weiter. Und da hat er gemeint, glaube ich wörtlich, hauen Sie doch meine ganzen Kunstwerke aus dem Fenster und reden wir endlich über die Ideen. Ja, genau. Also ganz im Sinne von ihm, glaube ich. Aber dass eben das Reden über die Ideen auch Kunst ist und dass eben alles Kunstwerke, also die Kunstwerke sind eben da, wo unsere menschlichen Fähigkeiten die Welt ergreifen, um das hervorzubringen, was wir als Menschheit, als Natur und so weiter brauchen. Ja. Also bis hin dazu, dass unser Gespräch eine soziale Skulptur ist. Eine soziale Skulptur ist. Und all jene, die beteiligt sind, ob als passive Zuseher und Zuhörer und das Ihnen, Hören, ja. Ja. Wie die oder der Peter Frank, der hier sitzt, der jetzt quasi aktiv zuschaut und zuhört, oder der Bernd Herger, der im Regieraum ist, alle arbeiten an dieser sozialen Skulptur mit. Genau. Und oder alle auch an einzelnen Menschen, die das anhören. Ja? Das menschliche Ohr, ja? Unsere Inspirationsfähigkeit. Ja? Wir haben ja die Imagination, die sozusagen das optisch-sinnliche sozusagen darstellt, wie sind die Bilder, aber auch die Inspirationen, wie sind sozusagen, wie klingen die Dinge, wie sprechen sie sich aus, was klingt damit, was schwingt damit und die Intuitionen, die wir sozusagen wirklich, wo uns etwas im Denken aufleuchtet. Das Sehen, das Hören und das Denken. Wie hier, also ich fand das ja sogar, als ich da reinkam, habe ich gesagt, ja, besser geht's ja gar nicht, ja. Was die Rosa Jochmann, diese wunderbare Widerstandskämpferin und sozialdemokratische Mitmenschin, schon vor vielen Jahren, ist ja, glaube ich, in den 90er Jahren gestorben. Ja. Also hier Josef Beuys auf den Bildern hier, damals noch nicht online wie wir heute, sondern auf der Wiese sitzend. Da sieht man den Josef Beuys mit dem Wilfried Heid gemeinsam am Tisch sitzen. Also wir haben ihn ja schon mehrmals erwähnt. Eigentlich eine der zentralen Gründungspersönlichkeiten und der Mensch, der dann auch bis zu seinem Tod 2012 eigentlich die stärkste Initiativkraft in dem Zusammenhang immer hatte und die Dinge immer weitergeführt hat, bis dann wir jüngere Generation jetzt auch unser Bestes in Achberg und in den Projekten wie der Europäischen Kreditinitiative und der Demokratiearbeit eben versuchen. Mit vielen Weggefährten, die auch noch leben und von Anfang an dabei waren. Also die gibt es auch noch. Also wir sind da so im Zusammenhang. Genau, und wir haben ja in diesem Jahr 50 Jahre und da gibt es auch einige Veranstaltungen. Also zum Beispiel am 10. 11. Juli haben wir eine kleine Beuys-Tagung in Achberg. Kann man sich anmelden, kulturzentrum-achberg.de, wenn man da teilnehmen will. Da geht es eben dann auch um den Zusammenhang, den ich hier auch gleich haben werde. Jetzt ist aber da sieht man diese Manuskriptseiten. Also wie gesagt, die habe ich schon erzählt, ja, die Zusammenarbeit zwischen Wilfried Heid und Josef Beuys war vor allem maßgeblich, dass dieser Aufruf zur Alternative entstand. Und da gibt es eben noch so eine Manuskriptseiten, die auch in der Ulmer Ausstellung auch ausgestellt werden und in dem Katalog zu finden sind. Ja, das war so eine Postkarte, die habe ich da auch, das war ja, wie gesagt, dafür die Beuys-Ausstellung. Fand ich aber schön, wie der Beuys sich bei dem Wilfried Heid und dem Peter Schater hier bedankt. Lieber Wilfried, lieber Peter,
das haben wir, denke ich, prima ausgekocht. Bewährung, Bewährung, Bewährung im Kampf mit der irdischen Zeit. So sollten wir es immer machen. Schnell konferieren und die Gelegenheit nutzen. Blitzartig. Danke, euer Josef. Und bei blitzartig hat er so einen Blitz hingemalt. Also, das sind nur so ein paar Eindrücke. Das hier ist Wilhelm Schmund. Erkenntnisübungen zur Dreigliederung des sozialen Organismus durch Revolution der Begriffe zur Evolution der Gesellschaft. Wilhelm Schmund ist der Urheber dieses Gestalturbildes. Also er hat das eben entwickelt in der Auseinandersetzung mit diesen Dreigliederungsideen von Rudolf Steiner aus den 20er Jahren, hat er in mehreren kleineren Publikationen diese Dinge dargelegt und hat eben auch dann ab den 70er Jahren in Achberg gewirkt und es wurde das eben zu dieser auch mit zu einer der wichtigen Grundlagen. Und für Josef Beuys eben, der hat dann mal einen Katalog dem Schmund geschenkt und eine Widmung reingeschrieben und hat reingeschrieben, unserem großen Lehrer. Ja, also für Beuys war die Arbeit von Wilhelm Schmund ein zentrales Ereignis, als er ihm da begegnet ist, 1973 in Achberg. Und das hat sozusagen seinen erweiterten Kunstbegriff nochmal, ich erlebe das sowieso eine Oktave höher gehoben nochmal. Ja. Hier sieht man jetzt die Honigpumpe am Arbeitsplatz, die Relikte, die es dazu gibt, die Schläuche, ja, wo der Honig noch drinnen ist und da vorne diese Pumpe, die große Pumpe da vorne ist gar keine Pumpe, sondern es ist mehr eine Walze, die in einem Fettberg gewalzt hat und da hinten klein sieht man die Honigpumpe, die eben bei der großen Kunstausstellung, die alle 5 Jahre stattfindet, die Documenta in Kassel, das war die Documenta 6, 1977 hat Beuys dieses Kunstwerk oder diese Installation geschaffen, aber das Kunstwerk war eigentlich, dass der Honig nämlich durch das ganze Friderizianum, das ist das Haupthaus, also in ganz Kassel ist da 100 Tage lang Kunstausstellung, alle 5 Jahre. Und das Friderizianum ist eines dieser Hauptgebäude da. Und Beuys hat unten diese Pumpe installiert mit einem Honigtopf und hat über 100 Meter, glaube ich, den Honig auch durch Räume gepumpt, wo der Arbeitsplatz war, also Honigpumpe am Arbeitsplatz, wo die Free International University ihre Diskussionsveranstaltungen und Vorträge abgehalten hat. Also so wie wenn jetzt hier Honigschläuche um uns rum zirkulieren würden und dieses Geldzirkulationssystem als Honigzirkulation zum Ausdruck gebracht. Und damals hat auch 1977 dieser Achberger Jahreskongress in Kassel stattgefunden. Ja, hier habe ich noch zwei Rechnungen von dem Pumpenunternehmen. Bei unserer Tagung im Juli wird nämlich auch der damalige Geschäftsführer der Pumpenfabrik anwesend sein, der Alois Wimsen, und aus seinen Erfahrungen mit Beuys berichten, als er ihm die Pumpe bauen musste. Es war nicht so einfach, eine Pumpe zu bauen, die Honig pumpen kann. Aber auch die Rechnungen sind eben schon Ausdruck dieser Weltwirtschaft. Deshalb habe ich es da reingenommen in meine Präsentation. Da sieht man dann ja die ganzen einzelnen Posten und man sieht die Schläuche, die ganzen Teile, da sind dann hier, wo war das, 120 Meter Plastikschlauch ohne Einlage, 50 Meter Plastikschlauch mit Einlage, Schnellschlauchschellen, Schlauchverbinder, alles das. Also da ist auch schon die ganze Weltwirtschaft beteiligt gewesen. Ne? Deshalb sind solche Rechnungen, Beuys hat auch das immer ganz akkurat alles abgerechnet und so, es war immer auch, und oft hat er ja die Gewinne aus dem Verkauf, dann, wenn er die Relikte aus seinen Aktionen verkauft hat, hat er ja wieder in die nächsten Aktionen. Also zum Beispiel, als er mal eine Krone, die Zarenkrone von Ivan dem Schrecklichen, eine Reproduktion davon eingeschmolzen hat und einen Hasen mit Sonne geschmolzen hat, als Friedens- und Demokratiesymbol, hat er das für über 700.000 Mark verkauft und in sein Projekt 7.000 Eichen gesteckt, wo Kassel mit 7.000 Bäumen bepflanzt wurde und grün gemacht wurde. Und bis heute gibt es sozusagen diesen Baumpflanzimpuls. Und er hat das Geld vom Verkauf des einen im Sinne der Überschüsse in das Unterschussunternehmen Baumpflanzung geleitet. Ja? Also kommt sozusagen bis in die Vorgänge bei Beuys. Das ist sozusagen das,
wo diese Ideen bis in sein Tun und in die Sinnlichkeit hinein schon immer realen Ausdruck findet. Das ist auch spannend bei Beuys. Und eben diese Honigpumpe, die ist auch, das ist das Fantastische, dass es Wien gelungen ist, ja, dem Belvedere 21 gelungen ist, diese Pumpe auszustellen in Wien. Ja. Also das ist, finde ich, sehr, sehr schön. Ne. Das ist da, wo ich gesagt habe, der Achberger Jahreskongress hat damals in Kassel stattgefunden, 1977, die Kontroverse um die Menschenrechte, auch mehrere Vorträge. Und auch da findet man Revolution der Begriffe Kapital, Geld, Eigentum, Einkommen, Kultur, Staat, Wirtschaft etc. Diese Begriffe sollten da geklärt werden. Also auch, so wie wir es hier machen, schon 1977. Ja? Bist du gerade mal auf die Welt gekommen. Und ich war schon ein paar Jahre auf der Welt. Das ist, ich mache es jetzt schnell, wir haben schon sehr, sehr lange gemacht. Das ist hier die Broschüre Aktion Dritter Weg, Aufbauinitiative. Das war der Versuch, auch bei der Documenta eigentlich damals in der Zeit 1977 entstanden, und das ist eine italienische Übersetzung davon, die der Beuys anfertigen ließ, einen Unternehmensverband. Es waren da mehrere Unternehmen, lukrativere und eben auch die politische Arbeit, die Demokratiearbeit. Da waren ein paar Dutzend Unternehmen, die sich eben als Unternehmensverband im Sinne der Kreditinitiative und dieses Ausgleichens von Über- und Unterschüssen zusammengefunden haben und da mal ein Praxismodell versucht haben, aber immer auch gleich mit der politisch-rechtlichen Forderung verbunden. Und da sieht man dann den Josef Beuys bei einem Vortrag in Achberg, wo er diese rote Broschüre in der Hand hält und sagt, hier steht, wie der Wagen läuft. Also er sagt, diese Aufbauinitiative, die ist eigentlich ein Fahrzeug, mit dem wir in die Zukunft fahren. Und hier steht, wie der Wagen läuft, sagt er dann, ja. Hier ist das Buch, wo der Vortrag drinnen ist, im FIU-Verlag, Achberger Vorträge, Kunst ist Kapital. Und daneben ein Buch von Michael Bader, Jenseits von Kapitalismus und Kommunismus, das sozusagen dieses Erfahrungsmodell des Unternehmensverbandes dokumentiert. Also wenn man sich auch aus den sozialdemokratischen Zusammenhängen mal interessiert für solche Praxiserfahrungen, wie man sozusagen die praktische Wirtschaft, die unternehmerische Wirtschaft schon üben könnte, dann ist das ein wertvolles Buch. Hier sind noch zwei Zeichnungen, eine Tafel und eine Papierzeichnung von Beuys. Ich gehe da jetzt nicht länger drauf ein, die auch aus dem Ulmer Katalog sind. Links sieht man die Honigpumpe, der Wille, die Wirtschaft, das Herz, das Recht, die Arbeit, Geist, Kopf. Alles das findet man da, auch den Kapitalbegriff. Und rechts sieht man eben genau diesen Geldkreislauf, wie ich ihn heute hier aufgezeichnet habe, und die Wirtschaftswertströme. Nur nicht so schön übersichtlich wie bei mir. Der Beuys hat es halt ein bisschen großzügiger gehandhabt. Aber ist natürlich fantastisch. Ne? Man sieht hier diese Schwelle, man sieht Geld im Rückfluss, Produktionsseite, Konsumseite, Fähigkeiten. Und oben drüber steht, in 5 Jahren nachkontrollieren. Und ich sage jetzt alle 5 Wochen nachkontrollieren. Also wir haben heute eine Nachkontrolle gemacht, genau. Also Beuys in 5 Jahren nachkontrolliert, genial. Das ist eine Tafel, wie sie da im Belvedere 21 steht, und auch da ist der Geldkreislauf, auch wenn man ihn nicht gleich so auf Anhieb erkennt, aber auch da oben ist die Schwelle, Fähigkeiten, Produkt. Also er hat das ja auch im Darstellen gezeichnet, ne, während er das dargestellt hat. Und diese Zeichnung heißt Ökologie und Sozialismus, glaube ich, heißt diese Tafel. Oder Ökologie und Sozialismus. Also Beuys hat alle diese Dinge da schon so am Wickel gehabt. Das ist jetzt die Kuppel, die ich vorher erwähnt habe. Und wir können ja auch sagen, wir sind eigentlich mit all diesen Fragen auf dem Weg in eine Economy for Future. Ja, also was brauchen wir für eine zukunftsfähige Wirtschaft? Und da haben wir im letzten Jahr während des Lockdowns und so hat ja Fridays for Future ein Camp for Future gemacht vor dem Bundeskanzleramt. Und da sind wir mit der Kuppel hingekommen und daraus ist eine Zusammenarbeit entstanden über den ganzen Juni hindurch. Und wir haben insgesamt 9 Kuppelgespräche gemeinsam mit Fridays for Future im letzten Sommer veranstaltet. Das war wunderbar. Ja, und hier zum Abschluss
50 Jahre Internationales Kulturzentrum Achberg, unsere Programmflyer sozusagen, die Auftaktveranstaltung war für 30. Mai geplant, die haben wir ins nächste Jahr verschoben, wahrscheinlich irgendwann Mitte Juni wird die stattfinden, voraussichtlich, genau wissen wir es noch nicht. Aber wie gesagt, das ganze Jahresprogramm ist auch dem gewidmet. Es gibt eine Ausstellung, wo auch Josef Beuys eine Rolle spielt. Die Tagung am 10. 11. Juli habe ich schon erwähnt, wo eben auch dieser Zusammenhang Josef Beuys und die Honigpumpe am Arbeitsplatz und Achberg ist. Und Ende August, Anfang September, ich weiß jetzt nicht ganz genau, 29. August bis 1. September, glaube ich, wird es in Achberg auch im Rahmen des Jahresprogrammes zu 50 Jahre Inka eine internationale Conference on a Social and Ecological Future über die Kreditinitiative. Und da wollen wir aber auch Initiativen wie Grundeinkommen, Purpose Economy, Gemeinwohlökonomie, verschiedene Menschen, die auch alle miteinander im Sinne dieser großen, dieser Arbeit an der Kommunikation der Zukunft versuchen zu gewinnen und einzuladen, um da Ende des Sommers eine internationale Konferenz. Wir haben in Finnland eine sehr tolle Kreditinitiative-Gruppe und die finnischen Freunde wollten auch mal Achberg kennenlernen. Die werden da sein. In Berlin gibt es eine Gruppe, die wird da sein und so weiter und so weiter. Also alle sind herzlich eingeladen. Auf der Webseite kulturzentrum-achberg.de findet man diese Dinge und feiern wir gemeinsam sozusagen 50 Jahre Zeitgeschehen, spannendes Zeitgeschehen und Ideen, die noch in die Zukunft, weit in die Zukunft reichen müssen und werden und sollen. Genau. Ja, das war meine Präsentation, Beko. Ja, danke dir sehr, Gerhard. Ich bedanke mich auch bei allen Menschen, die online zugeschaut haben, die sich auch beteiligt haben. Ich bedanke mich insbesondere beim Gemeinderat Markus Schober, der der Leiter der Wiener Bildungsakademie ist, sowie beim Bernd Herger, der hinten im Regieraum sitzt und der das alles hier möglich macht, dieses wunderbare Kunstwerk. Wir haben heute, jetzt mittlerweile fast schon 2 Stunden, versucht zu erörtern, was notwendig ist, damit die Welt nicht erschüttert ist, so wie du es vorher gesagt hast. Also die Welt, die Umwelt, die Natur, also die Arbeits- und Lebenszusammenhänge des Menschen, der Tiere und der Pflanzen ist im Grunde in Gefahr. Und ich habe das mittlerweile seit Jahrzehnten so verstanden, dass das alles deswegen in Gefahr ist, weil wir falsche Ideologien haben. Und weil wir Ideologien nachlaufen, ob links oder rechts, ist jetzt dahingestellt und es spielt auch nicht so eine große Rolle. Die Linken und oder wir Linken und die Rechten haben genau die falschen Ideologien und sitzen den falschen Ideologien auf. Damit die Welt nicht zugrunde geht, müssen wir etwas anderes erschüttern. Damit die Welt nicht erschüttert wird, müssen wir was anderes erschüttern und das sind unsere Begriffe. Und der heutige Termin, die letzten 2 Stunden, war ein Versuch, die Begriffe, die uns tagtäglich umgeben, von denen wir denken, dass sie selbstverständlich und alternativlos sind, wie zum Beispiel Arbeit, Lohn, Profit, Kapital, dass die sehr wohl Alternativen haben, wie man sie anders denken kann. Und es sind alle Menschen eingeladen und nicht nur eingeladen, sondern eigentlich aufgefordert, diese Alternativen einmal selbst zu denken. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Verantwortung nicht mehr delegiert auf irgendwelche obergescheiten Leute, auf Politiker oder auf Wirtschaftstreibende oder auf die Medien oder auf die Mama oder auf den Professor in der Schule, sondern nein, es ist wirklich jeder aufgefordert, diese Dinge einmal zu denken und man wird draufkommen, dass man sie zurechtdenken muss und dass man sie auch zurechtdenken kann. Das ist das Schöne. Das heißt, es gibt Alternativen, nicht nur im Tun, sondern vor allem im Denken. Josef Beuys hat ja gesagt, dass jeder Mensch ein Künstler ist und dass das Kapital seine eigenen geistigen Fähigkeiten sind. Das heißt, die Revolution fängt bei uns in den Köpfen an.
fängt die Revolution fängt dort an, wo wir die Begriffe revolutionieren, und dann kann es zu einer gedeihlichen Evolution der Gesellschaft kommen. Gerhard, ich danke dir sehr herzlich. Es war ein sehr interessanter Vortrag, den man sich jetzt auch auf YouTube und auf allen anderen Kanälen auch nachschauen kann. Einen letzten Ratschlag oder einen Tipp habe ich für jene, die sich vielleicht mit diesen Gedanken noch ein bisschen näher auseinandersetzen wollen, die diese Begriffe neu denken wollen oder, wie man auch sagen kann, wesensgemäß denken wollen. Es gibt sehr viel Literatur dazu. Ich verweise auf Wilfried Hyatt, auf Eugen Löbel oder natürlich auch auf die Arbeiten von Josef Beuys. Aber ich möchte jetzt auf ein ganz bestimmtes Buch verweisen, das auch im Verlag von Rainer Rappmann in Achberg rausgekommen ist, von einem deutschen Autor, der nennt sich Reinhard Ulrich. Und das Buch heißt Wirtschaftskunde, in Klammer, freigegeben bis 17 Jahre. Ich lasse das jetzt mal da so hingestellt. Empfehle ich all jenen, die vielleicht einsteigen wollen in dieses Thema, weil der Reinhard Ulrich es meiner Meinung nach schafft, als einer der Ersten, diese sehr notwendigen und komplexen Gedanken so zu kommunizieren, dass es auch Kinder und Jugendliche verstehen können. Und er erklärt es nicht aus einem ideologischen Gegensatz zu Sozialismus, Kapitalismus, Neoliberalismus oder was auch immer, sondern er erklärt es auch so, wie es der Gerhard heute versucht hat, aus den Elementen heraus. Also das heißt, aus der Wirklichkeit heraus, ohne sich ideologisch oder parteipolitisch verbiegen zu müssen. Das wäre jetzt noch mein letzter Ratschlag. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch. Weiß noch nicht, wann es sein wird. Der Bernd Herger und der Markus Schober haben gesagt, wir sollten das unbedingt wieder machen. Ich danke euch noch einmal fürs Zuschauen, Zuhören. Danke dir, Gerhard. Und ich danke auch. Das war wunderbar. Super. Und ich wünsche noch einen schönen Donnerstag und eine schöne Restwoche. Alles Liebe und schönen Tag.